Guten Abend, herzlich willkommen im Hospitalhof. Schön, dass Sie da sind und sich auf den Weg gemacht haben, den Sturm trotzen und den Sorgen vor Präsenz auch. Wir sind froh, dass wir wieder in Präsenz sein dürfen und wir nehmen gerne auch in Kauf, dass wir alle jetzt noch Masken tragen, um uns selbst und andere zu schützen. Das ist ein kleiner Beitrag zu dem, dass wir wieder zurückkehren zu einem gemeinschaftlichen Miteinander, zu Begegnungen, zu Gesprächen, zu dem Spüren, was andere im Raum denken und mitbringen an Fragen und an Themen. Wir sind heute Abend im ersten Abend einer gemeinsamen Reihe des Seminars für Außenfortbildung der Lehrkräfte Stuttgart an Gymnasien, dem Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof und freundlich unterstützt dabei von der Dieter von Holzbrinck Stiftung. Wie wollen wir in Zukunft leben? Impulse kontrovers. Und als erstes Thema haben wir ausgesucht, in den Fokus gestellt, das Thema Wirtschaft und Arbeitswelt. Die beiden, die heute Abend präsentieren und auch diskutieren miteinander und mit Ihnen allen, werden gleich vorgestellt. Aber ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Dr. Josephine Hofmann vom Fraunhofer Institut Stuttgart, für die dort forscht sie zu Führungskonzepten und flexibler Zusammenarbeit, und Rüdiger Bechstein, dabei von der Alfred Kircher AG, dort für die Personalentwicklung und für das Personal zuständig. Wir haben also hier zwei Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, die von hoher Kenntnis und Praxis sind, und wir hoffen, Sie nutzen das auch aus in den Rückfragen und im Mitdenken und im gemeinsamen Suchen nach Fragen und nach Antworten. Denn die Frage ist groß: Wie wollen wir in Zukunft leben? In der Tat. Zwischen all den Neuerungen, der Normalität, die eine andere geworden ist, wohin kehren wir zurück? Wird es anders sein? Ein ausdrücklich kommunikatives Ereignis soll das werden, deshalb die drei Sessel hier am Bühnenrand. Aber all das wird Ihnen gleich jetzt noch Bert Erhardt, der mit verantwortlich zeichnet, für die Reihe erläutern. Und ich darf ihn bitten, die Gäste vorzustellen und dann auch die Moderation des Abends zu übernehmen. Nochmal herzlich willkommen. Wir sind froh, dass Sie da sind. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie in Präsenz bei uns sind und wir miteinander sprechen, diskutieren, debattieren können und das wieder dürfen. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Dr. Josephine Hofmann, dieses Fraunhofer Institut IAO. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Institut für Arbeit, Wirtschaft und Organisation. Sie ist dort schon seit 15 Jahren stellvertretende Leiterin einer Arbeitsgruppe, die sich um Arbeitsgestaltung und die Organisation von Unternehmen forschend kümmert. Strategisch macht sie Weiterentwicklung von Projekten, die Akquise von Projekten, managt diese Projekte, unter anderem im Bereich digitale Transformation, was natürlich uns alle täglich quasi angeht. Sie hat einen Blog zum New Normal. Da sind wir sehr gespannt, weil ich glaube, davon wird sie uns auch einiges berichten, was dieses New Normal denn nun sein wird oder was es bedeuten könnte. Sie ist Herausgeberin einer Zeitschrift für Wirtschaftsinformatik, die ist auch schon seit langem, und hat Themen wie das Büro der Zukunft oder die Kommunikationszone, Arbeitsplatz, aber auch Nachhaltigkeit und Inspiration. Also Themen, die gar nicht unbedingt direkt was mit Arbeit zu tun haben, auf den ersten Blick, wo wir heute vielleicht ein bisschen was erfahren werden, wie wird dieses Verhältnis von Arbeit und Leben und Privatem sich in Zukunft vielleicht gestalten. Ich bin gespannt. Frau Hofmann. Ein paar Eindrücke mit Ihnen teilen darf, die so das Ergebnis dieser auch sehr praktischen Forschungsarbeit sind. Wir sind ja ein Auftragsforschungsinstitut, das sage ich an der Stelle, damit Sie ein bisschen auch einordnen können, woher diese Aussagen sind und sozusagen auf welcher empirischen Basis die beruhen. Wir arbeiten sehr konkret mit Unternehmen, unter anderem auch mit Herrn Kircher, von daher kennen wir uns auch schon recht lange. Wir machen aber auch eigene Studien, und aus beiden Quellen sozusagen würde ich Ihnen gerne im Folgenden einfach ein paar Eindrücke geben. Das ist ganz schön sportlich in 20 Minuten, deswegen ist es sicherlich auch nur ein Ausschnitt,
dessen, was ich gerne damit Ihnen teilen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob mir jemand helfen kann, dass das dann auch funktioniert. Genau. Genau, ich habe Sie als PDF geschickt. Dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert und es weiterschaltet. Perfekt. Danke Ihnen. Genau, Arbeiten und Leben mit der hybriden Welt. Da merken Sie schon auch im Titel. Hybridität ist ein großes Stichwort, das uns zurzeit sehr beschäftigt, und ich möchte gerne gleich mit Ihnen teilen, was wir darunter verstehen. Ich glaube, das tut nicht so richtig. Jetzt versuche ich es mal so. Genau. Wir kommen alle aus zwei Jahren, die für uns alle total anders waren. Das brauche ich alles nicht erzählen, das haben Sie alle sehr live mitgemacht, entweder in der Ausbildung oder auch tatsächlich in Ihrem täglichen Arbeitstag. Diese ganze Pandemie hat uns vor allem eins gelehrt, dass man eine ganze Reihe an Arbeiten, aber auch Studierendenleistungen oder eben auch an Lehrtätigkeit eben auch durchaus in einer hochgradig digitalen Form erledigen kann, wenn man es denn unbedingt muss. Und das ist tatsächlich das, was ja auch passiert ist. Und wir haben damit letztlich einen Trend sehr stark verstärkt gesehen, den es natürlich auch schon vor Corona lange gegeben hat. Also in der Arbeitswelt ist ja schon seit vielen Jahren im Zuge der digitalen Transformation ein Trend in Gange, den man vielleicht so grob mit Flexibilisierung bezeichnen könnte. Also die Flexibilisierung der Frage, wo arbeiten wir eigentlich und wann und wie viel. Das hat sich ja deutlich weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten, wenn wir mal so angucken, wie vielleicht unsere Mütter und Väter noch angefangen haben zu arbeiten in den 50er Jahren mit sehr strikten Arbeits- und Endzeiten, klaren Orten, wo man jeden Tag zur Arbeit fährt und von der Arbeit wieder nach Hause kommt. Das ist das, was wir sehr gewöhnt sind, und das hatte sich ja durchaus auch schon in den letzten Jahren ein Stück weit flexibilisiert. Also Homeoffice, Telearbeit, das waren jetzt ja auch Themen, die uns durchaus schon vorher sehr beschäftigt haben. Aber natürlich hat jetzt sozusagen das große, fast schon Gesamtexperiment Corona dazu gebracht, dass wir das in den letzten zwei Jahren notgedrungen überall da, wo es ging, deutlich mehr gemacht haben. Und das hat tatsächlich einfach auch aufgrund der Länge, in der das jetzt stattfindet, und aufgrund der Vielzahl und Vielschichtigkeit der Erfahrungen, die wir damit alle gemacht haben, nun wirklich dazu geführt, dass ich glaube, ich keiner mehr im Ernst vorstellen kann, dass die Arbeitswelt, wenn wir denn jetzt doch mal irgendwann in eine wie auch immer geartete endemische Situation kommen, wie die Virologen so schön sagen, dass dann alles wieder so ist wie vor März 2020. Das glaubt kein Mensch, weil wir, glaube ich, alle miteinander, so im Neuschwäbischen würde man sagen, ein Proof of Concept gemacht haben. Wir haben alle miteinander auch gezeigt, was da eigentlich geht. Und viele Menschen haben sich natürlich daran gewöhnt. Und viele Argumente, die es vielleicht durchaus auch noch gegeben hat bis 2020, durchaus auch von Arbeitgeberseite oder auch von Führungskräften, so nach dem Motto, ja, können wir mal machen, aber nur in Ausnahmefällen, nur an wenigen Tagen in der Woche etc., die haben sich, ich sage jetzt mal, ein Stück weit selber überholt, weil alle zusammen viel gelernt haben. Das heißt natürlich nicht, dass das alles nur super gelaufen ist. Wir alle haben mitbekommen, dass es natürlich auch aufgrund der sonstigen Rahmenbedingungen mit vielen Belastungen zu tun hatte. Ich denke auch gerade an Menschen mit Betreuungspflichten. Ich bin froh, dass mein Sohn groß ist. Ich möchte nicht teilen mit vielen meiner Kolleginnen, die mit 4- und 6-Jährigen daheim Homeschooling machen und nebenher irgendwie noch versuchen zu arbeiten. Es ist natürlich alles eine extreme Belastung. Das ist ja aber auch nicht das, was wir in Zukunft hoffentlich machen werden. Aber was ich sagen möchte ist, wir glauben wirklich, und das wissen wir aus vielen eigenen Studien und auch Erfahrungen mit Unternehmen, mit Organisationen, also Arbeitgebern, dass alle sich darauf einstellen, dass diese Zukunft deutlich hybrid sein wird. Und jetzt komme ich auch letztlich zu diesem Begriff, was meinen wir damit? Tatsächlich ein sehr gleichberechtigtes und selbstverständlicheres Nebeneinander von der Arbeit, wie wir sie bisher gekannt haben, also wo wir zur Arbeit gehen, und der Arbeit, wie wir sie jetzt in den letzten Monaten sehr stark ausgeübt haben, nämlich von unterschiedlichen Orten aus. Und natürlich ist es klar, dass das von der Art der Tätigkeit, von der Digitalisierungsquote und von sonstigen Rahmenbedingungen abhängig ist. Und es gibt selbstverständlich Tätigkeiten, die auch in Zukunft am Mann, an der Frau getätigt werden, die in Produktionsstätten stattfinden. Und das ist übrigens auch gar nicht mal so ein kleines Thema bei vielen Arbeitgebern, dass da so vermeintlich eine ungerechte Behandlung da vielleicht auch nochmal deutlich stärker geworden ist. Was wir aber wirklich wissen, was wir glauben und was auch viele Studien mittlerweile zeigen, ist eben, dass so diese Zukunft erwartungsgemäß sich in diesem hybriden Modus einpendeln wird, wo es so mehr oder minder
wenn man Menschen fragt, zumindest mal, was sie gerne möchten, so eine Art Antwort geben würden, also Hälfte, Hälfte. Man kann viele Befragungen und Fragen in Unternehmen oder auch bundesweit Entscheider, aber auch wirklich Mitarbeitende selber. Wenn du selber entscheiden könntest, was würdest du denn gerne machen in Zukunft, wenn du so eine Tätigkeit ausfüllst, die auch prinzipiell örtlich verlagerbar ist? Und da kriegen wir ganz stabile Werte, die so in den Höhen liegen, wie wir es da sehen. Also 6 bis 8 Tage im Monat entspricht so etwa 2 bis 3 Tage in der Woche. Und das entspricht übrigens auch schon vielen Planungen von Unternehmen, die wir heute so sehen. Also natürlich gibt es auch andere Extreme. Es gibt Menschen, die am liebsten sagen würden, ich will gar nicht mehr ins Büro. Und es gibt auch Menschen, die sagen, lieber heute auf morgen zurück, weil mir das alles hier total auf die Nerven geht, weil ich eine kleine Wohnung habe oder weil ich einfach diese Trennung von Arbeits- und Lebenswelt deutlich stärker machen möchte. So, das heißt also tatsächlich, dass eben diese Präsenz, also dieses Ortsbezogene und dieses Virtuelle, sprich über Distanz organisierte, eben wirklich deutlich in einer Kombination stattfinden wird. Das ist faktisch sozusagen die Definition dessen, was wir mit Hybrid meinen. Sie alle kennen den Begriff Hybridität aus sicherlich vielen anderen Bezügen. Man kennt es aus der Pflanzenzüchtung, man kennt es einfach oft aus einer anderen Dualität von 2 verschiedenen Zuständen, die sozusagen gemixt werden. Daher kennt man diesen hybriden Begriff. Und das Interessante ist, dass Hybrid im Prinzip erstmal heißt, so das Beste beider Welten, würde ich mal sagen. Könnte man sich ja auch ausdenken und ist auch sicherlich so in der faktischen Umsetzung tatsächlich, gerade auch in so einem betrieblichen, ablaufbezogenen Kontext, ist es alles andere als trivial, das wirklich so zu organisieren. Vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen schon auch selber gemerkt, wenn er mal zum Beispiel in einer Veranstaltung gesessen ist, wo ein Teil hier vor Ort ist und ein Teil sozusagen über die Leitung zugeschaltet wird. Ich glaube, jeder, der das schon mal moderiert hat, weiß, das macht einen riesen Unterschied, weil man meistens natürlich dazu neigt, die direkt da sind, dann eine ganz andere Interaktion zu nehmen und die in der Leitung sind, ich sag mal, zu vergessen. Ja. Und das ist ein kleines Beispiel, dass man da schon sich sehr anstrengen muss, da trotzdem eine befriedigende und gute Arbeitssituation miteinander zu erreichen. Aber das ist das, was wir, wie gesagt, überall da, wo Tätigkeiten es erlauben, auch tatsächlich erwarten. Und genau. Und was heißt das eigentlich noch mehr, wenn man so ein bisschen weiterdenkt? So, also ich komme sehr, sehr stark aus der Arbeitswelt, wie gesagt. Ich bin eins zu weit, ich habe eins zu drei schnell drauf gedrückt. Genau. Es geht jetzt natürlich auch nicht nur um die einzelnen Arbeitsplätze und um den Mikrokosmos eines Arbeitgebers, einer Unternehmung, einer öffentlichen Verwaltung. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, was das eigentlich noch so bedeutet, so auf lange Frist, haben Sie hier so ein paar Themen, die man eben da auch sehen kann. Zum Beispiel die ganz klare Frage, was macht es eigentlich in Zukunft mit unseren Innenstädten? Welche Büroplätze brauchen wir eigentlich noch? Und es geht ja nicht nur darum, welche Büroetagen belegt sind, sondern zum Beispiel dann da eine angrenzende Frage, sehen Sie hier in Stuttgart perfekt, was machen eigentlich die ganzen Gastwirte, die bisher davon gelebt haben, dass über Mittag zum Mittagstisch die ganzen Berufstätigen gekommen sind, die mittags nochmal schnell einkaufen waren? Ich glaube, das hat natürlich auch eine ganze Reihe an Implikationen, die deutlich über das hinausgehen, was man so vielleicht von einem einzelnen Arbeitgeber ausdenkt. Umgekehrt gesprochen, was macht es eigentlich mit ganzen Stadtquartieren, wenn in Zukunft die Mobilität eine andere wird? Und es gibt mittlerweile Projektentwickler, also Menschen, die große Wohnanlagen oder eben auch Büroimmobilien planen, die zum Beispiel davon ausgehen, dass in Zukunft die Nachfrage nach größeren Wohnungen nochmal zunehmen wird, weil man zunehmend nach Arbeitsplätzen in der Wohnung fragt. Muss man sich natürlich alles leisten können, Klammer auf, Klammer zu, in einer Stadt wie Stuttgart, möchte ich auch ganz klar sagen. Es gibt genauso den schon wirklich wohl beobachtbaren Trend, dass viele Leute sich jetzt ganz klar überlegen zu sagen, na gut, ich muss dann noch 2-mal die Woche beim Arbeitgeber erscheinen, dann ziehen wir doch in Hunsrück, aber ich arbeite weiterhin in Köln. Ja? Weil man natürlich da fürs gleiche Geld ein Haus mit Garten gewohnt kriegt, während man in Köln in einer 3-Zimmer-Wohnung gesessen ist. Man sieht es leider auch schon, muss man sagen, an Preisentwicklungen in den entsprechenden Gegenden. Also da gibt es wirklich auf längere Frist eben auch ganz maßgebliche Veränderungen, die deutlich über das hinausgehen, was, sag ich mal, den eigentlichen Arbeitsplatz im Kern tatsächlich angeht. Also die Idee, gemixtere Wohn- und Innenstadtquartiere zu haben und damit eben tatsächlich auch die Frage, wie diese Büros als solche aussehen. Hier gibt es ja auch ganz viele Konzepte, die dann eben zum Beispiel davon ausgehen, dass man nicht mehr seinen eigenen Arbeitsplatz hat, wenn man da morgens zum Kercher fährt, sondern dass sich der Rüdiger Bechstein in Zukunft
vielleicht, ich glaube es nicht er in seiner Funktion, aber viele seiner Mitarbeitenden, man kommt halt und sucht sich auf einer Fläche den Arbeitsplatz, der gerade frei ist. Und wenn man weiß, ich habe heute ein anstrengendes Projektmeeting mit 4 Kollegen, dann habe ich vorher schon das Projektbüro gebucht, wo ich im Prinzip ganz interaktiv arbeiten kann. Also das sind nochmal ganz weitergehende Implikationen, die wir so sehen. Also ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben tatsächlich gesehen, dass es erstmal eigentlich alles auch gut funktioniert hat. Also was viele Arbeitgeber natürlich auch befürchtet haben, dass die Leute nicht mehr so viel arbeiten, dass sie vielleicht weniger produktiv sind, haben ganz viele Studien gezeigt, auch nicht nur von uns, dass das eigentlich zum ganz großen Teil nicht eingetreten ist. Also es hat verdammt gut funktioniert, muss man sagen. Und es ist teilweise sogar so, das sehen Sie auch auf diesem Bild, dass Leute sagen, sie arbeiten mehr als vorher. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut sehen. Nicht jeder, der jetzt sich morgens die Anfahrt von einer Stunde sparen kann, geht dafür joggen, sondern ganz viele setzen sich dafür einfach eine Stunde früher an den Rechner und arbeiten. Das ist natürlich für einen Arbeitgeber erstmal super, hat aber natürlich schon, das sehen wir auch, gewisse Folgen mittlerweile auf Gesundheit und Beschäftigten. Aber wir sehen natürlich auch, das macht auch was, zum Beispiel auch mit der Frage, wie Führungsbeziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften aussehen. Das ist ein großes Arbeitsgebiet, das wir sehen, weil wir einfach verstanden haben, dass Führung ist ja sehr stark auch Beziehungsarbeit. Es geht ja nicht nur darum, Arbeit irgendwie zu delegieren und zu kontrollieren, sondern eine Führungskraft macht ja, wenn sie ihren Job gut macht, viel mehr. Sie entwickelt Mitarbeitende, sie vernetzt sie untereinander. Sie muss aber einfach auch wissen, was ihre Mitarbeitenden tun, um sie auch unterstützen zu können, Probleme abfangen zu können. Und das haben wir schnell gelernt, dass es da wirklich einen Bedarf gibt, auch Führungskräfte stark zu machen in so einer Funktion und sie ein Stück weit auch vielleicht an Kompetenzen weiterzuentwickeln, in dieser veränderten Arbeitssituation auch wirklich gut zu sein. Und da haben wir auch mal ein bisschen genauer reingeguckt und haben das eben auch in eigenen Studien mal so untersucht. Und was man vielleicht da auch sagen kann, und ich bin mir ziemlich sicher, das haben Sie vielleicht auch in Ihrem Umfeld erlebt, ich sage mal so, das tägliche Miteinander kann man ganz gut hinkriegen. Wenn man sich vor allem schon vorher gut gekannt hat, kann man auch so eine Arbeitsbeziehung über Distanz ganz gut organisieren. Die Leute sind alle eingespielt, haben ihre Aufgaben, das geht bis auf Weiteres eigentlich ganz gut. Aber wenn man so ein bisschen hinguckt und genauer nachfragt, was verändert es an Führungsarbeit, dann haben wir schon gehört und gesehen, also dass einfach der pure Aufwand an Kommunikationszeit zugenommen hat, weil man einfach viel, viel expliziter Meetings über die Leitung machen muss. Man muss aktiv anrufen und nachfragen, weil man sich halt nicht mehr so zufällig selbstverständlich begegnet jeden Tag. Und weil man auch gerade als Führungskraft nicht mehr so automatisch mitkriegt, wie es meinen Kollegen geht. Und das ist ja auch durchaus ein Thema, weil eine Führungskraft soll ja zum Beispiel auch gute Leistung wahrnehmen. Ja? Also wo kriegt man gute Leistung mit, wenn man am besten mit im Raum gesessen ist? Also natürlich auch an Ergebnissen, aber das sind schon wirkliche Themen und es gibt mittlerweile ziemlich verlässliche Statistiken, die leider zeigen, dass bei Mitarbeitenden, die in den letzten 2 Jahren eingestellt worden sind, dass es dort eine signifikant höhere Neigung gegeben hat, auch relativ schnell wieder wegzugehen. Also da war die Kündigungsquote in Probezeiten etc. nicht vom Arbeitgeber, sondern von Seiten der Mitarbeitenden in Teilen durchaus größer und wir erklären uns das natürlich schon auch so, dass wir sagen müssen, die sind gar nicht angekommen, im wahrsten Sinn des Wortes. Die haben zwar alle irgendwie da einen Job gehabt und man hat sich auch um sie bemüht, aber so dieses wirkliche Eintauchen in so eine betriebliche Gemeinschaft und dieses Teilhaben, Lernen, Mitkriegen, Kollegen kennenlernen, sie alle wissen das, Arbeitgeber sind ja auch wesentliche Sozialisationsorte. Und gerade als junger Mensch, der einen Job anfängt, glaube ich, muss ich Ihnen nicht sagen, hat ja auch ein Arbeitgeber eine unglaublich soziale Funktion. Also es gibt nicht wenige Ehen, die über Arbeitgeber gestiftet worden sind, etc. Und das ist natürlich alles extrem schwieriger geworden. Und das muss man in Zukunft in dieser hybriden Situation, hat man vielleicht nicht mehr diese Ausschließlichkeit, aber man wird eben damit rechnen müssen, dass man mit unterschiedlichen Spielarten wirklich wird jonglieren müssen. Und wirklich schwierig, haben wir gemerkt, ist es dann eben auch bei so persönlichen Themen, also Wohlbefinden, Schwierigkeiten, weil man natürlich auch über die Distanz einfach Einschätzungsschwierigkeiten hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder von Ihnen sich auch vorstellen kann. Ich sage jetzt mal, so die Signale aufzunehmen, gerade vielleicht bei Kollegen, die ein bisschen brauchen, bis sie sich öffnen und was erzählen, das ist über eine Videokonferenz nicht trivial. Ja, da haben Sie andere Signale, die Sie sonst wahrnehmen. Das ist eine ausgesprochen herausforderungsvolle Situation. Was ist dieses Leben und Arbeiten in Zukunft dann auch noch? Jetzt mal vielleicht nochmal so einen Blick von oben drüber. Und dann bin ich auch gleich fertig. Wir überlegen natürlich auch, hey, was macht es eigentlich so mit der,
ich möchte schon fast sagen, globalen Verteilung von Arbeit und der Frage, wo ist ein Arbeitsort und wo ist ein Lebensmittelpunkt. Und was Sie sehen hier links, das schöne Bild, das ist genau mit diesen schönen Farben, das ist aus Sizilien und das ist praktisch die Website einer Organisation mit dem schönen Namen Southworking, gegründet von vielen italienischen Arbeitnehmern, die zu Beginn der Pandemie so aus der Lombardei hauptsächlich gekommen sind. Sie erinnern sich, der erste Hotspot der Corona-Pandemie in Italien, die sind natürlich auch alle nach Hause geschickt worden, weil man nicht mehr ins Büro kommen durfte. Und viele von denen kommen nun mal aus dem Süden Italiens und ziehen natürlich alle in den Norden, in diese großen Städte, wo es eben qualifizierte Arbeitgeber gibt. Und die haben dann von Sizilien, von Messina aus, von was weiß ich wo aus, ihren Job gemacht, weil sie zu ihren Eltern zurückgezogen sind. Ne? Und haben halt so gearbeitet. Und die sitzen mittlerweile da und sagen, wir möchten das eigentlich so lassen. Ja? Also warum nicht den Versuch wagen, qualifizierte Tätigkeit von Süditalien aus zu machen, von mir aus einmal die Woche oder vielleicht einmal im Monat nach Mailand zu fahren und auf diese Art zum Beispiel meinen Job zu machen. Also das sind so Konstruktionen, die sind auf einmal im Bereich des Möglichen. Ja? Und wenn Sie sich mal überlegen, was das heißt, auch für internationale Arbeitsteilung, ist das schon hochrelevant. Also das hat ganz positive und ganz vielleicht auch zumindest mal langfristig durchaus auch andere Folgewirkungen. Ne? Also Sie können zum Beispiel als Arbeitgeber ganz anders suchen. Sie können sagen, ich spreche eine Stelle aus und ich muss nicht mal als erstes fragen, wenn da jetzt jemand kommt aus München, ja, wann ziehst du denn nach Stuttgart? Dann wird der vielleicht sagen, wo muss ich wirklich nach Stuttgart ziehen? Ich habe in München endlich eine schöne Wohnung gefunden. Vielleicht können Sie das in Zukunft einfach nicht machen, sondern können sagen, du kannst in München wohnen bleiben, aber Hauptsache du arbeitest bei uns und wir kriegen das im hybriden Modus eben auch hin. Ja. Das ist natürlich dann vielleicht auch umgekehrt eine Chance, vielleicht auch Leute in schwach strukturierten Gebieten wohnen und arbeiten zu lassen und damit auch vielleicht einen Beitrag zu leisten, dass sich dort eben auch qualifizierte Arbeitsplätze ansiedeln. Umgekehrt muss man natürlich auch denken, wenn wir jetzt bewiesen haben, dass das so gut geht mit dieser virtuellen Arbeit, warum dann nicht gleich statt dem ITler aus München den aus Ungarn einstellen? Der kostet nur ein Drittel, Hauptsache der kann gut Englisch und kann gut coden. Hat dann natürlich eine ganz andere Implikation, was auch Verlagerung möglicherweise von qualifizierten Tätigkeiten angeht, was es ja auch schon früher gegeben hat. Also da gibt es eine ganze Reihe nochmal an Implikationen, die eben auch nochmal deutlich weitergehen und einfach die Frage, was ist denn Arbeit und was ist ein Arbeitsort und wie hängt es eigentlich zusammen, auch dieser private Lebensraum und der öffentliche Arbeitsraum, ja, dass es da so ein Stück weit einfach, ich sag jetzt mal, flüssiger geworden ist, das ist schon etwas, was uns durchaus sehr, sehr beschäftigt und dann bis hin zu so Themen, die sich heutige Arbeitgeber sehr auseinandersetzen müssen, nämlich natürlich der naheliegenden Idee, du, Herr Wehstein, ich habe eine Ferienwohnung im Tessin, da bin ich jetzt gleich 3 Wochen, warum kann ich das nicht eigentlich noch die Woche 4 und 5 dranhängen? Ich verspreche dir, am Vormittag arbeite ich immer, Internet ist in Italien eh besser wie in Deutschland, geht es nicht. Ne? Also das ist auch ein sehr naheliegender Wunsch, der Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrechtlich nicht klar ist. Ich komme zum Schluss, ich habe versucht, in so ein paar Sachen anzureißen, was wir wirklich ganz interessant finden und was uns sehr beschäftigt, forschungsseitig, um Ihnen da vielleicht so ein bisschen den Eindruck zu geben. Also wir haben gemerkt, dass technisch sehr viel geht. Man kriegt auch arbeitsrechtlich vieles hin. Was uns extrem beschäftigt, und das ist vielleicht auch eine Frage für nachher gemeinsam, was machen diese ganzen Trends, von denen wir schon glauben, dass sie stattfinden werden? Was macht denn das mit dem, was wir so das Unternehmen oder der Arbeitgeber, wenn Sie es bitte Arbeitgeber, nicht nur unbedingt privatwirtschaftliche Unternehmen als sozialer Ort. Also was verändert es auf lange Frist? Was verändern solche Konstruktionen an dem Thema Bindung, ja, an dem Thema Betriebstreue, persönliche Sozialisation? Da glauben wir, dass wir da erst angefangen haben, wirklich zu verstehen, ob sich da was verändert, ob da Bindungen schwächer werden, sich zu überlegen, was bedeutet es für ein Unternehmen, auch in der Attraktivität als Arbeitgeber, was muss vielleicht in Zukunft ein Arbeitgeber machen, damit die Leute auch gern zurückkommen. Ja? Also man muss vielleicht auch in Zukunft Bürogebäude so nach der Maßgabe ein bisschen designen, dass sie nicht nur irgendwie funktional sind, sondern dass da Leute gerne hingehen und sagen, hey, es lohnt sich, da hinzufahren heute nach Winnenden. Da ist ein toller Ort und da treffe ich nette Leute und da können wir richtig gut miteinander, richtig gut zum Arbeiten kommen. Das ist schon so eine Haltung und das ist eine andere Art, solche Dinge zu bespielen, die ganz wichtig ist. Und natürlich glauben wir schon, also mit solchen massiven Veränderungen der Arbeitswelt, wenn wir alle uns überlegen, was bedeutet in so einem Land wie unserem, trotz allem berufliche Sozialisation und Arbeit, Arbeitsfähigkeit, für persönlichen Werdegang, für persönliches Selbstbild, für die Art, wo ich meine Kontakte mache,
wenn Sie da mal so ein bisschen dran denken, da hat ein Arbeitgeber schon eine wichtige Funktion. Und wenn sich sowas auf lange Frist ein bisschen verändert oder deutlich verändert, dann finden wir es sehr spannend, da in Zukunft ganz genau hinzugucken, was macht denn das genau mit den Fragen, die Sie hier auf der Folie sehen. So, dabei würde ich es dann bewenden lassen und genau, abgeben an den Kollegen. Ja, also vielen Dank, Frau Dr. Hofmann. Sehr spannend, das New Normal kommt langsam aus der Grauzone heraus und ich finde es auch spannend, dass wir zwei verschiedene Perspektiven auf das Thema des heutigen Abends Wirtschaft und Arbeit, wie wollen wir in Zukunft leben, haben. Einmal eher aus der Wissenschaft, einmal eher aus der beruflichen Praxis als Personaler. Rüdiger Beckschein ist Executive Vice President Corporate Human Resources. Bevor wir gefacetimed haben, dachte ich, puh, ist das überhaupt noch ein Mensch, dem ich da begegnen werde? Und habe ganz schnell gemerkt, er ist es. Er ist nämlich eigentlich das, was man früher den Personalchef genannt hat. Ja. Und er ist seit über 10 Jahren bei der Firma Kärcher in Minden Weltmarktführer für Reinigungstechnik und leitet da eben diese Personalabteilung. Ist sehr am Thema Nachhaltigkeit auch interessiert, auch mit dabei. Es geht bis zum Becher in der Kantine, habe ich recherchiert, die sie inzwischen umgestellt haben auf nachhaltige Ressourcen. Es gibt einen Verhaltenskodex von Kärcher, den Herr Bechstein auch mit verantwortet hat und unterschrieben hat. 2020 ist Kärcher ein Unternehmen geworden, das für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden ist. Es gibt dort Vätermonate und Ferienprogramme für Kinder und solche tollen Sachen. Herr Bechstein ist kirchlich engagiert, sozial vielfältig engagiert, hat auch eigene Kinder, da haben wir uns getroffen über die Musik. Und die Einstiegsfolie, die Sie gleich sehen werden, hat mich an meinen Sohn erinnert. Der hat nämlich ein Programm aufgelegt für sich selber letztes Jahr, das hat er genannt Surf and Study. Und Sie werden sehen, was Herr Bechstein daraus macht. Herzlichen Dank für die Einführung. Wie wollen wir arbeiten, war die Fragestellung. Schöne neue Arbeitswelt. Und tatsächlich bin ich als Personalchef bei Kärcher jetzt in meinem 20. Jahr immer in derselben Rolle. Wir haben ja Personal rund um den Globus, 14.400 Menschen. Ende vergangenen Jahres, das sind ganz schön viele und wir haben relativ viele auch die letzten Jahre eingestellt. Ich nähere mich dem Thema sicherlich eher mit meinen eigenen Erfahrungen, weil was du Sophie Hofmann sozusagen an der Wissenschaft und sehr praxisnahe Forschung gezeigt hat, kann ich Ihnen nicht zeigen. Aber ich habe natürlich viele Fragen, die du angesprochen hast, erlebe ich natürlich im täglichen Leben. Ob da jemand sagt, Mensch, warum kann ich nicht von Mallorca aus einen Menschen einstellen, der dann bei Kärcher in Winnenden arbeitet. Genau, hier sieht man auf diesem Bild so einen schönen Menschen, der da im Homeoffice gerade sitzt und seine Pause macht und, oder eine Zwangspause macht, weil er nicht mehr kann. Und ich versuche jetzt aufzufalten die Fragestellung, was denn unser Arbeiten überhaupt beeinflusst. Weil Arbeiten ist auch eine Art von Verhalten und da greife ich gern auf ein Modell zurück von dem Lutz von Rosenstiel, Organisationspsychologe der LMU in München, der leider jetzt vor ein paar Jahren verstorben ist. Und der sagt, unser Verhalten ist durch 4 verschiedene Rahmenbedingungen irgendwo bestimmt. Das geht ganz rechts los mit den sozialen Bedürfnissen. Wie dürfen wir denn überhaupt arbeiten? Was ist denn überhaupt erlaubt? Wie sind die offiziellen Spielregeln, Gesetze? Was sind die unwritten rules of the game? Was darf man hier, was darf man nicht? Dann, was ist überhaupt situativ möglich? Was geht denn überhaupt? In welcher Situation stecke ich? Dann die Frage des persönlichen Könnens. Was kann ich noch nicht, was kann ich noch lernen? Und letzten Endes natürlich die Frage, um die es eigentlich geht, was wollen wir denn? Was wollen wir? Wie wollen wir arbeiten? Weil wir haben schon ein Problem, weil wir ganz viele sind und ganz viele wollen sehr unterschiedliche Dinge. Und beim sozialen Dürfen geht's los. Als ich Personalchef wurde, das erste Mal, ich war vorher schon so vor meiner Kärcherzeit Personalleiter, da war es doch in den Unternehmen so, wenn dann jemand gesagt hat, ach übrigens, ich bin jetzt schwanger, dann
ging sofort die Lampe im Kopf an, okay, die Person ist jetzt mal die nächsten 3 Jahre nicht da. Weil die übliche Elternzeit war einfach 3 Jahre. So, und wie das dann so ist, wir haben 3 Töchter, also wie das dann so ist, man will ja nicht ein Kind alleine lassen, dann kommt noch ein Kind und auf einmal ist dann die Elternzeit 3 Jahre plus 3 Jahre und vielleicht auch länger und dann sind die Menschen einfach irre lange weg. Und wenn die Menschen so lange weg sind, ist es schwierig mit der Berufsbiografie. So, und dann hat sich irgendwann was verändert. Jetzt kann man über Frau von der Leyen sagen, was man will, aber als sie Arbeitsministerin war, hat sie für einen Kulturwandel in Deutschland gesorgt, weil es nämlich auf einmal klar war, dass es attraktiver ist, wenn man nach einem Jahr wiederkommt. Das ist voll in meiner Personalalterzeit passiert und ich habe gemerkt, wie über die Jahre gab es ein Programm für Kitas, für Kleine und auf einmal kamen die Mütter schon nach einem Jahr wieder zurück. Und auf einmal haben Väter gesagt, ich will aber auch mal ein paar Monate Elternzeit nehmen und so weiter. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Also wenn eine Führungskraft vor 20 Jahren gesagt hätte, auch übrigens, ich will jetzt mal hier in Teilzeit reduzieren, weil jetzt habe ich ja 1 und 2 Kinder, dann hätte der Vorstand gesagt, naja, also offensichtlich hat der Mensch seine Prioritäten im Leben verändert. So, das Arbeiten ist jetzt ja doch nicht mehr so wichtig für den, ob der noch wirklich hier Karriere machen soll bei uns. So, dann haben wir Untersuchungen gemacht, war ganz interessant, zum Thema Beruf und Familie. Und da kam dann raus, dass wenn jemand Kinder hat, trotzdem noch genauso wichtig, dass es genauso wichtig für ihn ist zu arbeiten. Und dass er ein genauso loyaler Mitarbeiter und fleißiger Mitarbeiter sein will. Und trotzdem ein gutes Elternteil sein will. Und das muss erstmal in die Köpfe der oberen Führungskräfte rein, dass die nicht mehr dann auf einmal sagen, okay, schreib den oder die jetzt mal ab, da ist offensichtlich jetzt mal Familie dran. Und das habe ich jetzt in den Jahrzehnten erlebt. Personalbereich ist sehr weiblich, also das heißt von meinen 100 Mitarbeitern in meinem Verantwortungsbereich sind 60% Frauen und da ändert sich was. Und heute ist es so, dass die allermeisten meiner Führungskräfte sogenannte vollzeitnahe Teilzeit arbeiten. Ja, 4 Tage Woche, 3 Tage Woche, 4,5 Tage Woche und das geht heute. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Was will ich sagen? Wir haben durchaus einen Wertewandel gehabt in den letzten Jahrzehnten hier, der glaube ich eher positiv ist. Für unsere Arbeitsbedingungen. Und dazu gibt es nicht nur Gesetze, sondern viel, viel entscheidender ist ja, was ist die Kultur im Unternehmen, wie sind die Werte, was wird vorgelegt. Und genauso haben wir das Thema der zeitlichen Flexibilität. Wenn früher ein Mitarbeiter, meine ersten beruflichen Jahre habe ich in einer großen deutschen Bank nach dem Studium verbracht, in Frankfurt, in solchen Türmen, und wenn da am Freitagnachmittag um 17 Uhr der oberste Chef eines bestimmten Bereichs rumging, da guckt um 17 Uhr noch, wer so noch da ist und wer halt nicht da war, macht er auch keine Karriere mehr in dem Bereich. Also dieses Thema Präsenzpflicht war sehr stark verankert in der Industrie. Und natürlich durch das Thema Corona und die ganze Digitalisierung ist das auf einmal weggewischt. Das funktioniert ja gar nicht mehr, wir dürfen ja gar nicht mehr da sein. Also, eine Auszeit heute zu nehmen, ist schon eine tolle Sache. Da sagt man, Mensch, du machst eine Auszeit, finde ich cool, würde ich doch auch gerne machen und viele machen es. Wir haben gerade eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen zur Lebensarbeitszeit, wo Mitarbeiter Zeit und Geld ansparen können. Und die allermeisten wollen es nicht nehmen, um früher in Rente zu gehen, sondern wollen irgendwas machen zwischendurch. Vielleicht eine Motorradtour durch Mittelamerika, ich weiß es nicht. Örtliche Flexibilität, auch das ist, das war früher sehr streng geregelt. Ja. Also wenn jemand Homeoffice machen wollte, musste erstmal einen Vertrag machen. Da wurde alles drin geregelt, wie dann sozusagen die Arbeitsstätte zu Hause aussieht. Das geht in der Arbeitsstättenverordnung. Da brauchen sie so und so viele Quadratmeter und so muss der Schreibtisch aussehen. Da haben die Firmen schon gesagt, okay, also wenn ich das alles machen muss, hat der Mensch hier einen voll ausgestatteten Schreibtisch und zu Hause muss ich auch noch einen bezahlen und so weiter und so weiter. Eigentlich war Homeoffice für Unternehmen hier ein Graus. Ja. Wir haben trotzdem relativ viel gemacht. Wir hatten von rund 2500 Mitarbeiter im Verwaltungsbereich hatten wir schon vor der Pandemie schon 780 mit Homeoffice-Verträgen. Also wir waren relativ gut schon ausgerüstet dort, sodass für uns das nachher nicht mehr so ein großes Problem war. Genau. Also dass man sozusagen das Soziale können dürfen, da hat sich unheimlich viel getan und jetzt durch die pandemische Situation noch dramatisch mehr. Das war auch nochmal so ein Booster, um da Dinge voranzubringen. Genau, und was gehört alles zu dem Booster dazu? Natürlich die IT-Ausstattung. Ich habe gerade gelernt, vor ein paar Tagen, wir wollten für einen neuen Mitarbeiter noch einen neuen Laptop bestellen. Lieferzeit 9 Monate. Ja, also, ja,
klar, wir haben auch eine Türausstattung, wir schaffen das auch alles noch irgendwie, aber hat sich unheimlich viel getan. Und natürlich ist es auch so, dass wir in einem unheimlichen Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen. Wenn Sie heute jemanden im Vorstellungsgespräch haben, der fragt Sie gleich, wie viel Tage Homeoffice kann ich denn machen die Woche? Ja? Da wird nicht gefragt, geht das überhaupt, sondern wie viel garantieren Sie mir denn eigentlich? Weil da gibt es noch eine Firma, die ist so und so viele Kilometer weiter, bei denen kriege ich 2 Tage. Wer bietet mehr? Und wir haben heute einen Arbeitsmarkt, der ist sehr stark Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Unternehmen rennen hinter den Menschen hinterher. Wir haben eine so geringe Arbeitslosigkeit, wir haben einen Fachkräftemangel und die Menschen können halt schleckig sein. Und wenn der Kärcher sagt, ach nee, bei uns, wissen Sie, das überlegen wir uns erstmal, machen Sie erstmal die Probezeit zu Ende und dann überlegen wir nochmal und dann vielleicht irgendwann, dann sagen Sie, okay, die anderen haben es mir schon längst geboten, gehe ich doch da ein. Also das heißt, eigentlich sind die Unternehmen im Zugzwang mit allem, was sie tun und sind auch in Beobachtung. Denn heute ist es ja so, weiß ich, kennen Sie Kununu? Schon mal gehört? Kununu, afrikanisches Wort. Wenn Sie das eingeben, kununu.de, dann können Sie nachgucken bei jeder Firma in Deutschland, was deren Image ist, was die Mitarbeiter so denken. Und wenn sich einer bewirbt bei Kärcher dann, und der sitzt dann irgendwann vor mir im Gespräch, dann sagt er, ja, ich habe schon bei Kununu geguckt. Ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ist alles transparent heute. Sie können gar nicht mehr alles zudecken und verheimlichen, was alles nicht so richtig läuft. Also der Wettbewerb ist enorm. Um die Menschen im Unternehmen. Und eins ist auch klar, dieses Krisenmanagement in der Corona-Zeit hat natürlich dazu geführt, dass wir auch mussten. Wir konnten ja gar nicht anders, als dafür sorgen, dass unsere Belegschaft gesund bleibt. Und dann war es klar, dass wenn Sie einen Raum haben, in dem normalerweise 3 Leute arbeiten, dass dann nur noch einer arbeitet in den ganz schlimmen Zeiten. Das heißt, Sie müssen automatisch schon 2 Leute nach Hause schicken. Das geht ja gar nicht. Wäre das jetzt eine kurze Episode gewesen von 2 Monaten, hätte man gesagt, okay, zurück zum Normal, ja, wie es vorher war, aber das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht. Das ist völlig klar, dass es ohne dieses Remote die Möglichkeit von irgendwoher zu arbeiten nicht geben wird. Ob wir das wollen, dieses, was die Amerikaner sagen manchmal, die sind schon 10, 20 Jahre voraus, da gibt es ja dieses Work from anywhere. Ja? Ist egal, wo du arbeitest, Hauptsache du arbeitest für uns. Daran glauben wir noch nicht. Daran glauben wir noch nicht. Ich kann Ihnen auch noch mal erläutern, warum nicht. Aber vielleicht noch mal zum persönlichen Können. Die Wahrheit ist ja auch, dass die Unternehmen zum Teil schon längst überholt worden sind in der IT-Ausstattung durch die Menschen zu Hause. Meine Töchter brauchen ja auch irgendwas. Die haben auch alle irgendwie ein iPad. Vielleicht nicht das Neueste, vielleicht ist es ein Gebrauchtes, aber es ist unheimlich viel privat schon vorhanden. Da sind die Unternehmen viel konservativer. Und das können Sie ja auch nicht bringen als Unternehmen, zu sagen, okay, schön, dass du so moderne Arbeitsmittel hast, bei uns sind wir aber noch 10 Jahre zurück. Also auch dort bei der Ausstattung gibt es natürlich einen Wettbewerb untereinander. Und es ist doch klar, dass auch Prozesse im Unternehmen digitalisiert gehören. Jeder, ich weiß ja nicht, wer von Ihnen heute noch zum Reisebüro geht, um irgendeinen Flug zu buchen oder was. Die meisten von uns machen das irgendwie online. Und so werden auch Prozesse im Unternehmen gestaltet. Und das heißt, wenn das so geht, dann müssen auch nicht mehr alle Leute über irgendwelchen Papieren sitzen in dem Büro und gucken, was kommt denn da an Aufträgen rein und wer hat mir da was geschickt, sondern, das ist lustig, ich habe neulich einen Artikel gelesen in der FAZ, große Seite, Personalchefkollege von mir, von einer anderen bedeutenden Firma, der hat über das Thema gesprochen, was kann man denn von zu Hause aus arbeiten, hat er gesagt, ja, also er kann sich viel vorstellen, aber so das Lohnbüro, das geht doch nicht. Also das, nein, die brauchen ja die ganzen Unterlagen. Ja, meine Leute im Personalbüro, die waren total zu Hause. Wir sind voll digitalisiert, das ist doch mir doch völlig egal, ob die das aus dem Büro machen oder von zu Hause. Sie müssen nur unterschreiben, dass alles unter Verschluss ist. Weil das geht ja die Kinder nichts an, den Mann nichts an oder die Frau nichts an, was die Kärcher Leute verdienen. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit Datenschutz. Aber die Digitalisierung ermöglicht natürlich unheimlich viel. Und eins ist auch klar, die Menschen arbeiten dort mehr. Warum? Zum einen, wenn sie normalerweise ins Büro gehen morgens, schalten sie dann stattdessen ihren Rechner an. Und arbeiten dann länger, arbeiten dann mehr. Und sie sind meistens ungestörter. Es kommen nicht dauernd irgendwelche Kollegen rein, die irgendwas wollen. Es bimmelt nicht dauernd das Telefon. Also eine gewisse Produktivitätserhöhung bei Routinetätigkeiten haben wir festgestellt. Das kann man so sagen. Wo es schwierig ist, ist beim Thema Kreativität. Weil Kreativität
durchaus auch ein soziales Geschehen ist. Und manchmal ist es so, dass man einfach sich Ideen mal zurufen muss. Und das organisiert zu tun, indem man Leute zu einem Kreativitätsworkshop vor den Rechner einlädt, da glauben wir auch nicht. Da passiert unheimlich viel zwischenmenschlich und Unternehmen tun gut daran, dieses Zwischenmenschliche durchaus auch zu beachten. Sie haben natürlich dann noch die Fragestellung, wer kann denn eigentlich was? Sind wirklich alle Menschen geeignet für die Tätigkeit im Homeoffice und überhaupt für diese Art von Tätigkeit? Da muss man leider sagen, nein, es sind nicht alle. Es braucht eine gewisse Selbstorganisation, eine gewisse Resilienz. Und manche Menschen brauchen auch eine gewisse soziale Kontrolle, muss man auch sagen. Ja? Weil zu Hause ist viel Ablenkung. Ist doch klar, ach, dann könnte ich hier nochmal was aufräumen und nochmal schnell die Blumen gießen und dies und das. Das ist ja alles gut und wichtig, aber wenn Menschen leicht ablenkbar sind durch Dinge im näheren Umfeld, dann ist das mit der Produktivität auch nicht so toll. Und jetzt bin ich mit Herzen wirklich Personalleiter, aber ich weiß auch, dass unter 100 Mitarbeitern sie auch zwei, drei Leute haben, die nicht so fleißig sind wie die anderen. Ja, und bei denen ist es vielleicht besser, sie haben soziale Kontrolle. Aber was auch klar ist, die fleißig sind, die sind im Homeoffice noch fleißiger. Und die eh schon faul sind, gut, die entziehen sich dann möglicherweise der Kontrolle. Ja, dann die Frage des lebenslangen Lernens wollte ich noch ansprechen. Hier sind wir jetzt ja mit der Nase aufgestuft worden, mit dem lebenslangen Lernen. So als Personalleiter kann man sich ja leicht verstecken, wenn man sagt, also ich führe Vorstellungsgespräche und es ist doch klar, dass ich die Menschen vor mir sehen muss. Ja, ich muss doch die Aura spüren und wir müssen noch anreisen extra und so weiter. Das ging ja gar nicht mehr. Wir konnten keinen mehr reinlassen. Die Leute wollten nicht mehr reisen. Also bin ich jetzt fröhlicher Vertreter davon, dass man sagt, nee, klar, wir machen fast alle Interviews. Nur noch online. Natürlich fehlt ein Ausschnitt. Das letzte Gespräch, das führen wir dann vis-à-vis, damit wir dann noch die Menschen noch tatsächlich mal erlebt haben, die uns erlebt haben an der Stelle. Soviel zum Thema lebenslanges Lernen von Leuten, die jetzt auch schon fast 60 sind. Also zwangsweise, es geht ja gar nicht anders. Ja, und dann geht es dann noch um die Frage des Wollens. Was will denn jeder? Und das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es gibt nicht, alle wollen dasselbe. Insbesondere wollen die Menschen gerne Gemeinschaft erleben. Ein Betrieb ist auch eine soziale Gemeinschaft. Das ist das, was die Menschen auch bei uns schätzen. Deswegen haben wir in dieser Pandemiezeit Zeitfenster genutzt, wenn bestimmte Dinge erlaubt waren. Wir haben dann, ich weiß nicht genau, wie wir es genannt haben, nach der Arbeitszeit haben wir die Mitarbeiter eingeladen, abteilungsweise, also man konnte mal so 100 Mitarbeiter einladen, frei essen und trinken. So ab 17 Uhr bis abends 21 Uhr und die Leute sind gerne gekommen. Und die haben sich zum Teil gar nicht gesehen und waren glücklich, menschlich glücklich, sich mal wieder zu haben. Das brauchen die Leute. Das brauchen die Menschen. Und deswegen würde ich mich auch schwer tun, jemanden einzustellen, der nur auf Mallorca sitzt und dann zu uns gehören soll. Das funktioniert so nicht. Was funktionieren kann, ist, wenn jemand sozusagen bei uns schon lange gewesen ist und der zieht dann, weiß ich nicht. Ich habe eine Kollegin, die sitzt im Breisgau, in Staufen, ja. Die ist einmal umgezogen, weil ihr Mann da eine andere Stelle hatte und ist sie weggezogen. Die ist heute nach, ich glaube, 10 Jahren immer noch bei uns beschäftigt. Die kommt aber auch jede zweite Woche für anderthalb Tage zu uns und ist mit uns zusammen, damit wir sie nicht aus den Augen verlieren und damit auch die Bindung da bleibt. Denn Bindung ist nur da, wenn man sich auch erlebt und wenn man auch gemeinsame Erlebnisse hat. Ja, und das Thema Benefits ist noch so ein schönes Thema. Die Menschen wollen auch unterschiedliche Benefits, also das, was so außerdem, was auf dem Lohnzettel steht, was es da auch noch gibt. Einer der beliebtesten Benefits ist bei uns die Kantine, bei Kirche, unser Betriebsrestaurant. Ich war verwundert über das Betriebsrestaurant heute Mittag. Ich habe mich gewundert, es gab keinen freien Platz mehr. Obwohl man sich eigentlich anmelden muss, in bestimmten Zeitslots. Im Moment strömen die Leute wieder zurück in die Firma. Denen fehlt was, die wollen gerne kommen und wollen auch gesehen werden. Genau, ich könnte noch über viele Punkte hier sprechen, will ich jetzt an der Stelle nicht tun. Vielleicht noch mal kurz zum Thema Fachkräftemangel. In ganz, ganz, ganz vielen Branchen fehlen Menschen. Und das ist ein guter Grund, warum Arbeitgeber sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Mit dem, wie sie sich benehmen, wie sie sich aufstellen, was sie anbieten, was sie erlauben und so weiter.
Also da sind alle sehr, sehr stark, haben einen sehr starken Fokus auf dieses Thema. Und das ist nicht nur in der Industrie so, das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Und wenn Sie dann die Leute fragen, sind trotzdem das, was die Menschen wollen, sehr unterschiedlich. Also, und das geht nach Generationen. Natürlich wollen alle ordentlich Geld verdienen, das ist klar. Ja, das ist auch logisch, dass ich gucke, was bietet mir die Firma, kriege ich woanders 20% mehr, dann überlege ich es mir nochmal. Und dann gibt es aber welche, die Jüngeren, die wollen natürlich eine schöne Arbeitsatmosphäre haben. Josefine Hoffmann hat es angedeutet, das soll da schön sein. Also wir haben da Sofas stehen bei uns in unserem neuen Gebäude. Ja, und da gibt es dann Sprudelwasser umsonst und so weiter und so weiter. Das Thema Work-Life-Balance. Und aber andere Altersklassen haben dann andere Vorstellungen. Für manche ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes weniger wichtig hier für die Generation Z, das ist nicht ganz so wichtig. Für die älter sind, die vielleicht Verantwortung haben für eine Familie, da ist die Arbeitsplatzsicherheit wichtiger. Und wenn wir jetzt sozusagen über Arbeitgeberattraktivität reden, dann müssen wir die alle im Blick haben. Wir wollen hier verschiedene Generationen auch bei uns haben. Und wenn Sie mal in diese Benefits gucken, Kununu habe ich vorhin schon erwähnt, ich habe das mal eben geklaut, bei Kununu, da ist tatsächlich ganz oben bei dem, was am meisten gewünscht wird, flexible Arbeitszeit. Und dann kommt Homeoffice. Dann kommt Kantine und was ich überraschend finde, und jetzt bin ich kein Hundefreund, aber die Menschen möchten auch den Hund noch mit in den Betrieb bringen. Also auch das ist etwas, was die Menschen wollen. Wir können natürlich nicht alles erlauben, bei uns ging ja das normalerweise, wir sind ja eine Reinigungsfirma. Wir würden die Hundehaare da schon regelmäßig wieder wegkriegen, aber es gibt ja auch Leute, die allergisch sind. Genau. Wie wollen wir arbeiten? Das Wir ist schwierig, weil es sehr viele verschiedene gibt. Und das Thema Arbeiten und Work-Life-Balance ist sicherlich ein Thema, das uns die nächsten Jahre noch bewegt. Und ich freue mich auf die Diskussion, die wir gleich miteinander führen. Danke. Ja, haben Sie vielen Dank, Herr Wächtein, Frau Dr. Hoffmann. Wir hatten ein Padlet vorbereitet, wo auch Sie Fragen haben stellen können und auch Referendarinnen und Referendare Ihre Fragen eingetragen haben. Da können wir gleich nochmal im Einzelnen drauf eingehen zu verschiedenen Bereichen, Lifelong Learning, Digitalisierung, Mobilität, Nachhaltigkeit und Individualisierung, die jetzt auch angeklungen sind in den beiden Vorträgen. Was für mich so ein bisschen rausspringt aus den ganzen Fragen, die jetzt von den Referendarinnen kamen, ist eigentlich der Punkt, weil Sie haben es sehr positiv dargestellt, die Optionen, die sich jetzt auftun, überfordern wir uns nicht und überfordern wir die Menschen nicht, indem wir sagen, ihr müsst jetzt hybrid sein und ihr müsst lebenslang immer wieder was Neues machen. Gibt es diesen Aspekt für Sie auch, Herr Wächter? Also sicherlich gibt es eine Tendenz zur Überforderung und wir lassen die Menschen auch mit dem Thema nicht allein. Gerade das Thema, was ist denn jetzt die Rolle der Führungskräfte in so einem Konzert? Ja? Was wird denn von den Führungskräften erwartet und wie kriegen die sozusagen ihren Führungsjob noch in den Griff? Wenn die früher gewohnt waren, morgens um 9 mal durch die Räume zu gehen und gucken, ob alle da sind, auf einmal ist gar keiner mehr da, ist vielleicht die Führungskraft die einzige Person, die noch da ist, dann kriegen die auf einmal Angst vor Kontrollverlust. Hier ist ja keiner mehr da. Was ist denn, wenn ich jetzt mal einen ganz schnell brauche? Also das ist für die Führungskräfte, glaube ich, sehr schwierig. Wir trainieren das, wir helfen denen dabei und wir versuchen denen zu helfen, dass sie das vernünftig orchestrieren können, also dass sie irgendwie ihre Mannschaft bei Laune halten und sie auch wachsam machen für Dinge, die da notwendig sind. Gerade dieses Verhältnis Kontrolle und Freiheit lassen ist ja ein sehr komplexes und schwieriges, stelle ich mir auch tatsächlich vor, in der internen Fortbildung und Ausbildung dann auch. Wie stellt sich das für Sie dar? Also ich kann schon nachvollziehen und ich würde schon auch so unterstreichen, dass diese ganzen neuen Flexibilitäten halt auch eine Kehrseite haben. Und ich
denke, das muss da Ehrlichkeit halber auch immer dazu gesagt werden. Also die Menschen wollen mehr mitbestimmen, sie wollen mehr selber gestalten, sie wollen mehr Mitspracherecht für alles Mögliche haben. Das bedeutet aber eben auch, dass sie dann eben auch anders einstehen müssen für das, was sie tun. Und diese Selbstverantwortlichkeit muss man dann auch ertragen können. Und man muss sie tragen können. Also ich sehe schon, glaube ich, dass wir eher reinlaufen in eine sowieso, glaube ich, etwas unübersichtlicher werdende Welt, eine schnellere, volatilere, diese ganzen Begriffe sind ja schon sehr etabliert. Aber ich glaube gerade auch in diesen flexiblen Bezügen im weitesten Sinne, dass da viele Anker, die man bisher so einfach automatisch hatte, dass man sich die selber setzen muss. Und ich glaube schon auch, dass das teilweise nicht überall gesehen wird. Also es ist schon so ein bisschen der Trend, dass man manchmal die Freiheiten zwar haben will, aber die Verantwortlichkeit, die damit verbunden ist und die Verbindlichkeit, die man auch dann dafür leisten muss, dass die nicht so gesehen ist vielleicht. Und dass das eben immer zwei Seiten hat. Und von daher kann das schon sein, dass es latent vielleicht eine gewisse Überforderung ist, wobei ich meinen würde, auch was ich gesehen habe auf dem Padlet, dass das natürlich, glaube ich, insgesamt auch so die politisch klimabezogene Großwetterlage ist, die natürlich uns gerade allen den Eindruck gibt, wir sind irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Elementen und Entwicklungen ausgesetzt, die wir nicht so in der Hand haben. Das, glaube ich, überstrahlt das Ganze auch sehr stark. Genau. Es gibt ja dieses Bild, man sagt, früher hat man eben den einen Job gehabt und saß in der, sie hatten diese große Halle auf ihrem ersten, auf ihrer ersten Folie, wo alle Männer in ihrem Anzug dann dahinter saßen und von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr da saßen. Das hat sich mit Sicherheit natürlich verändert, aber dieses Bild oder diese Utopie, dass wir dann alle vielleicht sogar mehrere verschiedene Berufe haben werden, in einem Leben, vielleicht nochmal komplett switchen, wenn wir dann alle 100 oder 110 werden, ist das realistisch? Also ich würde schon sagen, ja, also ich glaube, das ist mittlerweile auch eine Binsenweisheit, dass wir uns deutlich mehr entwickeln werden müssen. Ich glaube schon, dass das definitiv etwas ist, was wir sehen können. Und ja, ich glaube schon auch, es ist natürlich auch, wir haben einen größeren Möglichkeitsraum, wenn man so schön das formulieren möchte, vielleicht ein bisschen umschrieben, aber das setzt einen natürlich irgendwie auch vielleicht unter Stress. Ja? Also ich muss dann ja auch rechtfertigen, wenn ich diese Möglichkeiten nicht nutze. Also ist das, ich glaube, früher war es klarer, man ist reingeboren worden in eine Schicht oder in Verhältnisse, da war es klar, der Papa war Bäcker, der Sohn wird Bäcker. Jetzt kann man ja im Prinzip alles machen und man hat ja im Prinzip die ganzen Möglichkeiten. Da muss man aber auch irgendwie gefühlt vielleicht mehr rechtfertigen, dass man aus diesen Möglichkeiten nichts gemacht hat. Also na, das kommt vielleicht auch noch so dazu, aber ich glaube schon, also wenn ich was oben drüber schreiben würde, dann ist es sicherlich auch eine riesige Veränderungsintensität. Und Veränderung klingt zwar erstmal super, also das ist so wie Kooperation, das sind so freundliche Worte, aber Veränderungen jeden Tag zu ertragen und zu meistern und die auszuhalten, das wissen wir, glaube ich, alle von uns, wenn wir irgendwelche guten Vorsätze haben, wo man halt nur jeden Tag ein bisschen Sport machen soll, ja, das dann wirklich durchzuhalten, ist halt eine andere Frage. Wir haben interessanterweise in dieser Veranstaltung, glaube ich, fast mehr Schüler als ReferendarInnen heute sitzen. Ich finde das ganz toll. Ein ganzer Leistungskurs Gemeinschaftskunde sitzt da hinten mit der Lehrerin. Und das ist ja die Generation, die das eigentlich am meisten betrifft, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht haben Sie auch gleich Fragen. Sie können jederzeit sich melden und Fragen stellen. Wir haben vorne ein Mikrofon aufgebaut für Fragen, wo Sie gerne hingehen dürfen. Herr Bechstein, was würden Sie diesen jungen Menschen jetzt raten? Wie sollen die sich denn darauf vorbereiten, was jetzt da auf die zukommt? Naja, also was mir auffällt natürlich, auch im Gespräch mit meinen Töchtern und mit den Gleichaltrigen, so richtig Orientierung im Berufsleben hat ja keiner. Also ich glaube, es gibt 400 Lehrberufe in Deutschland und vielleicht noch 20.000 Studienrichtungen, alles Mögliche. Kein Mensch kennt das. Und dann macht man das, was der Kumpel auch machen will oder was man mal gehört hat. Und es ist schade, weil es gibt so eine Fülle von Ausbildungsmöglichkeiten, die vielleicht besser zu dem passen, als das, was jetzt der Kumpel gerade macht. Also mein Wunsch wäre, bitte erkunden, was es alles rauf und runter denn überhaupt so gibt. Und vielleicht gibt es ja den Traumjob. Vielleicht ist der vielleicht nicht ganz so angesehen, aber vielleicht passt der besser zu mir. Also die Neugier sozusagen für das, was überhaupt alles möglich ist. Und tendenziell würde ich mir was aussuchen, was schlecht outzusourcen oder ins Ausland zu verlagern ist. Ja? Weil, wenn jetzt schon meine Mitarbeiter alle sowieso im Homeoffice sitzen, dann kann das auch einer in Vietnam machen. Ich habe mich neulich gewundert, ich habe drei Mitarbeiter, die noch ein bisschen Englischkurs nebenbei machen,
die machen das online. Die Lehrerin sitzt in Bulgarien irgendwo. Ja, wahrscheinlich ist die bulgarische Lehrerin kostet nur die Hälfte, oder du hast es vorhin schon mal angedeutet. Also das würde ich empfehlen, einen Beruf suchen, wo ich davon ausgehen kann, dass ich dann dort, wo ich mein Leben verbringen will, dass ich dort auch irgendwie Arbeit habe. Denn wir sind auf einem sehr, sehr hohen Lohnniveau hier, nicht nur in Deutschland, sondern in dieser Region ganz besonders. Und das muss man auch irgendwie verdienen. Und das ist schlecht zu verdienen, wenn wir viel zu teuer sind mit bestimmten Dingen, wenn das jemand aus dem Ausland billiger machen kann. Und der Trend geht an der Stelle weiter. Und was ganz schade ist, keiner will mehr Tischler werden. Diese ganzen schönen Sachen, wo man mit den Händen was macht, wo man auch vielleicht noch einen Sinn sieht, ja, das finde ich so traurig. Mein Großvater war Tischler, ja. Hätte ich vielleicht auch gerne gemacht, aber ich war nicht so begabt. Ja, das ist natürlich in dem ganzen Kontext auch eine Frage, die sich stellt. Sind wir denn überhaupt mit unseren ganzen Ideen von Nachhaltigkeit und Mobilität und Individualität weltweit überhaupt konkurrenzfähig? Also die Chinesen haben eine andere Kultur und sind uns vielleicht in manchen Dingen überlegen im wirtschaftlichen Bereich. Sind wir da nicht auch eine Gesellschaft, die aufpassen muss, dass sie nicht abgehängt wird als Ganzes? Also wir sind ja durchaus noch wettbewerbsfähig, das muss man sagen. Und da müssen wir auch weitermachen an der Stelle. Es gibt ja hier nicht nur Kärcher, es gibt hier ganz viele Weltmarktführer in der Region. Aber die müssen alle strampeln. Und die Chinesen sind immer hinten nah dran. Also wenn Sie jetzt einen Hochdruckreiniger irgendwo sehen und kaufen, wenn da Kärcher draufsteht, ist der Made in Germany. Hier anderthalb Autostunden entfernt in der Nähe von Schwäbisch Hall. Der ist in Deutschland hergestellt. Oder wenn Sie so einen Sauger für die Garage kaufen, so einen Nass-Trockensauger, der wird in Rumänien gemacht von den Kärcher-Kollegen in Rumänien. Wenn Sie dasselbe kaufen und da steht nicht Kärcher drauf, dann kommt das aus China. Und zwar alles. Egal, welche Marke da draufsteht. Und das heißt für uns, dass unser Wettbewerb mit chinesischen Löhnen Dinge fertigt und wir machen es mit deutschen Löhnen und Gehältern an der Stelle. Und das muss man aushalten. Das heißt, wir müssen besser sein. Wir müssen rationeller arbeiten. Wir müssen auch sehen, dass wir produktiver sind und dass wir überflüssige Arbeit einfach wegrationalisieren. Okay, jetzt wird es spannend, weil das ist ja das, worum es im Kern auch für uns geht als Gesellschaft und Gemeinschaft. Trägt das dazu bei, was Sie jetzt formuliert haben, diese Offenheit, dieses Hybride, dass wir tatsächlich auch so gut sein können und werden können? Also wir kommen ja daran gar nicht vorbei, weil die anderen haben dieselben Bedingungen. Mhm. Weil die Geräte werden doch, die iPads und die iPhones werden in China hergestellt, nicht in Amerika oder nicht in Europa. Die haben doch alle Technologien dort. Und natürlich sind wir immer einen Schritt weiter, weil wir kreativer sind, wenn wir es nicht verordnet kriegen. Ist deutlich mehr Kreativität vorhanden bei uns. Aber das geht auch nur, wenn wir das gut organisieren. Und das funktioniert nicht im Homeoffice. Gibt es Berufe, die jetzt in Ihren Bereichen, die Sie untersuchen oder die Sie vertreten, wo Sie sagen, das ist eher Homeoffice-orientiert möglich und sagen, die sind doch eher was fürs Büro oder für die Arbeitsstätte? Kann man da? Also klar, es gibt natürlich Tätigkeiten, die sind einfach an den Ort gebunden. Also entweder an eine personengebundene Dienstleistung, Friseure werden bis auf weiteres am Mann schneiden und an der Frau schneiden, nicht über einen Roboter, aber auch über einen Roboter. Ja. Und natürlich gibt es produzierende Anlagen und es gibt Dinge, wo man hinfahren muss oder Verkaufspersonal etc. Aber also wir weigern uns immer so ein bisschen, das so an Berufsgruppen festzumachen, weil in meinen Augen gibt es auch in allen Berufen immer noch bestimmte Tätigkeitsanteile, die das trotzdem zumindest zum Teil möglich machen. Weil das natürlich sonst dazu führt, zu dem Reflex, die dürfen und die dürfen nicht und die können nicht. Und dafür empfinde ich einfach den Wandel auch in den Tätigkeiten als zu stark. Digitalisierung durchdringt alle Bereiche und auch, vielleicht jetzt auch mal um das Zielpublikum hier anzusprechen, möglicherweise, was ich so erahne, also auch Lehrende natürlich, klar, die sind eigentlich in der Klasse oder in der Uni oder vor den Schülern, aber wir haben in den letzten Monaten gelernt, man kann es auch anders machen. Und die ganze vor- und nachbereitende Tätigkeit hat ja auch sehr viel mit Stillarbeit zu tun, würde man sagen. Und das bezieht sich auf Informationsmaterialien. Also da den guten Mix zu finden, darauf wird es halt ankommen. Also, aber das so ganz kategorisch einzuteilen, da würde ich mich angesichts der Geschwindigkeit, in der sich das bewegt, tue ich mich immer ziemlich schwer, muss ich sagen. Ja, also da ist zu viel passiert. Jetzt kommen einige Fragen aus dem Publikum. Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet. Ich glaube, ich das falsch wahrgenommen. Sonst Frau Winkler, gern.
Die wollen hier nicht. Genau. Wahrscheinlich. Ich möchte noch mal auf diese Diskrepanz und Sie haben das Zielpublikum angesprochen. Wir sind natürlich hier aus dem ganz großen Bereich Schule, Arbeitsplatz, Schule und Bildung. Und Ihre beiden Vorträge, die ja Lust und Freude auch auf Zukunft machen, konterkarieren ein bisschen mit diesem Arbeitsplatz Schule. Wir sind im Gegenteil gerade froh, wieder diese Präsenz an den Schulen zu haben. Und stellen auch fest, dass die psychische Gesundheit der Schülerinnen und Schüler hochgradig davon abhängt, dass sie tatsächlich real begegnen können. Die Arbeitswelt, die Sie entworfen haben, widerspricht dem diametral. Und wenn wir Schüler darauf vorbereiten müssen, in so einer Arbeitswelt zu bestehen, weiter kreativ zu sein, dann wäre es das Beste, man würde sagen, das lernt ihr am besten schon in der Schule, wie ihr euch da selbst organisiert, Multitasking macht und dabei noch kreativ seid. Aber es funktioniert nicht. Und auch Erwachsene sozusagen zeigen dieses Verhalten, dass sie psychische Auffälligkeiten, Isolation, Einsamkeit, Kreativitätsverlust erleben und auch diese Entgrenzung von Arbeit und Privatem. Und ich würde Sie jetzt gerne noch zu diesen Schattenseiten bitten, Stellung zu nehmen und auch mit diesem Arbeitsplatz Schule und Bildung, ob Sie Ihre Zukunftsvision da auch in diese Richtung sehen. Also ich habe kein Loblied gesungen auf sozusagen, dass alle Menschen im Homeoffice sind, im Gegenteil. Also ich persönlich bin gerne im Büro und versuche das auch jeden Tag zu sein. Warum? Weil ich natürlich auch für Menschen Verantwortung habe. Mhm. Und da die alle immer nur an irgendeinem Tag mal kommen, wenn ich dann zufällig nicht da bin, haben die mich nicht gesehen. Also insofern glaube ich nicht, dass es eine schöne Welt ist, wenn alle nur noch in irgendwelchen Homeoffice sitzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen sich begegnen. Und das muss man organisieren. Das kann man nicht nur dem Zufall überlassen. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir machen zweimal im Jahr, nenne ich das, eine kleine Vollversammlung. Alle Mitarbeiter der Personalabteilung kommen dann zusammen. Normalerweise haben wir uns im realen Leben getroffen, sind alle hergefahren und so weiter. Jetzt ging das nicht. Jetzt habe ich dann zu meinen Moderatoren, Experten gesagt, du könnt ihr nicht mal den Tag gestalten miteinander. Ja, dann haben die dann eine schöne Tagesordnung vorgelegt und gesagt, so wollen wir es machen. Da habe ich gesagt, und wo ist jetzt die menschliche Begegnung in dem, was ihr da vorschlagt? Ihr habt zwar eine Tagesordnung und alles, was wir besprechen wollen. Ihr müsst doch irgendwie auch nachbauen oder nachbilden, was sonst so stattfindet. Also ihr erwartet erstmal, dass ihr irgendwie irgendwas Spielerisches noch macht. Irgendwas, wo die Menschen erstmal Freude haben, wo sie sich anwärmen. Ja? Und das muss man können. Da muss man sich sozusagen erstmal drauf einlassen auf dieses Thema. Und dann hinterher waren alle ganz fröhlich und fanden das auch ganz lustig und haben gesagt, okay, wir werden jetzt diese Vollversammlung immer online machen mit dem Programm, aber einmal im Jahr, da treffen wir uns zum Grillfest oder was auch immer, damit wir uns menschlich wieder begegnen. Ich halte die menschliche Begegnung in Unternehmen extrem wichtig. Und für die Schule kann ich nur sagen, ich habe ja drei Töchter zu Hause. Die Älteste mit 15, die hat die Corona-Zeit nicht gut überstanden. Die war verloren. Wir waren schon so weit zu sagen, wäre nicht ein Internat vielleicht besser. Wir haben nachher die Kurve gekriegt, es gab Betreuung, es gab Nachhilfe, dies und das und jenes. Aber die Menschen, es gibt Menschen, die gehen verloren in diesem ganzen Konzert. Es gibt Leute, die schlagen sich mit Bravour, die haben überhaupt kein Problem. Aber 10%, sagen wir, das Leben ist eine Normalverteilung, 10% sind arg gefährdet, dass die verloren gehen bei der Gelegenheit. Und die anderen 80%, sind auch nicht im Optimalzustand, wenn die so selten sich treffen miteinander. Also insofern tut es mir auch wirklich leid um die Schulen. Und wir haben auch gelernt, dieses Hybride, manche sind da und manche sind nicht da, das machen wir nicht. Das ist gruselig. Sie haben so viel technischen Aufwand und es ist nicht gleichberechtigt. Es fühlt sich auch ganz schlecht an. Weil die da draußen sitzen, vor der Kamera, die kriegen das Gemurmel nicht mit im Raum. Die wissen nicht, welche Späße da nebenbei gemacht werden. Die sind menschlich abgehängt. Also insofern großes Mitleid für das, was in den Schulen dazu tragen. Also ich wollte mal Lehrer werden. Ich habe ein großes Herz für Lehrer und auch ein großes Herz für die Lehrer, die jetzt unsere Töchter durch die Zeit da begleitet haben. Die Lehrer haben sich unheimlich angestrengt, auf einem hohen Niveau die Dinge irgendwie möglich zu machen. Aber hoffentlich müssen nicht die Kinder wieder alle zu Hause bleiben. Ich finde das sehr dramatisch.
Danke für dieses Plädoyer für unseren Beruf. Ich nehme gleich die Frage aus dem Publikum noch mit auf, aber vielleicht können Sie noch was sagen. Gerne. Also, wir sind natürlich grundsätzlich eher in der beruflichen Bildung unterwegs und nicht in der Allgemeinbildung. Also da bin ich auch sozusagen einfach aus eigenem Erleben mit Lehrerstochter und habe natürlich auch selber ein Kind und so. Also ich glaube sofort, und ich glaube natürlich, je kleiner die Kinder sind, umso notwendiger ist diese wirklich soziale Gemeinschaft, die auch wirklich vor Ort stattfindet. Und ich glaube, für nicht wenige Kinder, übrigens ja wahrscheinlich auch gerade aus sozial benachteiligten Schichten, ist das natürlich auch ein Ort, wo es ja unter anderem auch, ich sage jetzt mal, eine andere Form von Erziehung, gescheites Mittagessen und was eh noch alles gibt. Also völlig klar. Also ich bin auch, möchte auch nicht so verstanden werden, dass wir hier das hohe Lied der Virtualität singen und am Schluss sitzen wir alle nur noch vor den Computern. Ich glaube dennoch, also das ist so ein bisschen immer unsere Haltung. Ich glaube trotzdem, dass auch in diesem Bereich in Zukunft mehr hybride Situationen eintreten werden, einfach weil es trotz allem auch zunehmend nachgefragt wird in einzelnen Situationen und in einzelnen Lebenslagen und für einzelne Themen. Ich glaube, die Kunst wird eben genau darin zu bestehen, in dieser Hybridität immer wieder miteinander auszuverhandeln, was ist für was besonders gut, wo können wir vielleicht aber auch zum Beispiel neue Inklusionschancen schaffen oder andere Dinge tun. Also ich finde, man kann es immer so sehen, man kann es defizitorientiert angucken und sagen, was ist im Vergleich zu früher schlechter geworden. Ich denke trotz allem immer auch so und sage, was können wir aber zusätzlich möglich machen. Ja, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, eine andere Lernpartnerschaft mit einer ausländischen Schülerklasse, die wir jetzt auf einmal mit diesen digitalen Medien, die wir jetzt schon doch deutlich besser beherrschen, noch mal ganz anders einbinden können. Ich glaube, das wäre ein Gewinn. Ja? Und die ganzen Fragen aber trotzdem, die natürlich auch da sind, ich kann es eben nur bestätigen, also wie auch aus der beruflichen Bildung, mein Mann der leitet ein berufliches Bildungszentrum, der hat natürlich auch gesagt, die Azubi-Ausbildung ist eine Katastrophe, vor allem für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Da gibt es pro Familie genau einen Laptop, wenn überhaupt. Und den hat der Papa. Also die Kinder haben überhaupt keine Chance, einen Unterricht teilzunehmen an der Berufsschule. Das hat aber auch niemanden interessiert. Natürlich ist das eine Katastrophe. Also es ist sehr voraussetzungsvoll, was technische Ausstattung, Affinität, Kompetenz angeht. Und ich würde ihm immer sagen, selbstverständlich in einem guten Mix. Und ich glaube auch tendenziell, je kleiner, umso wichtiger ist wirklich dieses wirklich persönliche Miteinander. Aber ich glaube dennoch, dass eben auch natürlich die Wünsche der Kunden in Anführungsstrichen andere werden. Und da schlägt sich jetzt eben auch gerade so schön mein Mann damit rum. Also die sind auch überzeugte, präsenzorientierte Lehranbieter, weil sie auch einfach Themen haben, die kann man auch nur in dem Lehrsaal machen. Die sagen auch, Mensch, der Dozent da vorne, der muss auch seine 15-, 16-, 17-jährigen Jungs, die er da hat, das ist auch mal ganz gut, dass er die persönlich hat, ja, weil er die ganz anders irgendwie leiten und anführen kann. So. Und trotzdem werden die in Zukunft stärker nachfragen und auch ihre Chefs werden in Zukunft eher nachfragen und sagen, ja, die und die Weiterbildung, muss ich den jetzt den ganzen Tag dahin schicken, ich brauche den eigentlich auf der Baustelle, dann lässt mir lieber, ich schicke den Bus 3 Stunden und den Rest macht er bitte online mit euch. Also ich glaube eben schon, dass diese Hybridität schon dieses Thema ist. Ich habe nicht gesagt, dass die einfach ist. Die ist für alle Leute deutlich schwieriger und da die richtige Kombination zu kriegen, ist echt ein Ritt, der alles andere als trivial mal eben nebenher zu erledigen ist. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das habe ich unterstelle ich Ihnen selbstverständlich auch nicht, gehen wir zurück wie früher und da war alles super, würde ich Ihnen auch nie unterstellen, sondern ich würde immer versuchen zu sagen, wie kriegen wir das Beste beider Welten gut kombiniert. Ja. Jetzt war eine Frage. Vielleicht nochmal eine Anmerkung zur Lehrerwelt. Auch da haben wir ja gerade in der Weiterbildung haben wir ja auch hybride Formate, die wir ja gelaufen sind. Ne? Also Fortbildungen, die eben dann 3 Tage lang online sind und der 4. Tag in Präsenz, wo man natürlich sieht, in Präsenz, da bewegt sich was ganz anderes, aber wenn es im reinen Wissenstransfer ist, dann geht es natürlich auch hervorragend online. Mich würde aber nochmal zurück zur Arbeitswelt interessieren. Sie haben ja von der Problematik der Führungskräfte auch gesprochen. Wie sieht es denn aus? Hat da jetzt auch ein Kulturwandel stattgefunden zu flacheren Hierarchien? Im Projektmanagement gibt es ja auch diese agilen Ansätze. Findet das jetzt vermehrt statt? Oder also gibt es da einen entsprechenden Wandel, jetzt auch vorangetrieben hier durch Zeiten von Corona? Es hat auf jeden Fall Kulturwandel stattgefunden, glaube ich, was die Überzeugung angeht, dass solche distanzorientierten Arbeitsformen prinzipiell machbar sind und dass die Leute da zum ganz großen Teil einfach auch wirklich arbeiten. Ich weiß nicht, wie du es auch gesagt hast, Rüdiger. Per se hat das jetzt erstmal nicht so viel zu tun damit, dass man Hierarchien abflacht. Also ich finde, Hierarchien haben ja auch viele gute Funktionen, sorgen für Klarheit und Einfachheit und klare Entscheidungslinien und sind von daher teilweise mit zu Unrecht, so mit Bürokratie werden die verwechselt. Also das ist ja auch nochmal was anderes. Was ich glaube, was da schon nochmal einen Push gegeben hat, da würde ich Ihnen insofern in der These noch zustimmen,
man hat einfach jetzt, glaube ich, aus der Not heraus teilweise Leute auch mehr verantwortlich entscheiden lassen müssen. Ja? Oder halt den Leuten notgedrungenermaßen ein größeres Maß an Selbstverantwortlichkeit zugestanden, weil man halt die etablierten Formen von Betreuung, Anführungsstrichen Kontrolle, nicht mehr realisieren konnte. Und ich denke, das, damit hat man eben auch gezeigt, was geht und hat vielleicht von daher auch eine gewisse Überzeugung vielleicht genährt, dass man den Leuten durchaus mehr zutrauen kann und dass die auch untereinander sehr wohl in der Lage sind, Dinge eigenverantwortlicher zu gestalten, als man so in der bisherigen Attitüde, ich bin die Führungskraft, ich sitze unter meinen Leuten, ich bin übrigens besonders wichtig, wenn da besonders viele sitzen und so, ja, dass das alles vielleicht nicht mehr so ganz gefragt ist. Aber ein Automatismus ist es nicht. Ja. Und agile Arbeitsformen sind jetzt natürlich auch nochmal was relativ Spezielles, was von vielen heutzutage als so ein allgemeines Stichwort für alles Mögliche verwendet wird, was es eigentlich gar nicht ist, zumindest mal meiner Meinung nach. Ne? Das ist ein bisschen überjazzed, der Begriff, wenn ich mich mal so ausdrücken kann. Der hat viel Sinn in vielen Bereichen, aber nicht für alles, für was es manchmal so hergenommen wird. Ja, und vielleicht auch zum Thema flache Hierarchie. Wenn Sie eine Hierarchie rausnehmen, das kann man schon machen, aber da hat natürlich der Chef oder die Chefin auf einmal noch mehr Mitarbeiter, um die er sich kümmern muss. Und eine der vornehmsten Führungsaufgaben ist, sich Zeit nehmen für seine Mitarbeiter. Ich habe, glaube ich, 10 Mitarbeiter, die direkt an mich berichten. Da hat jeder bei mir in jeder Woche mindestens eine halbe Stunde Zeit, wenn nicht eine ganze Stunde. Wenn ich jetzt doppelt so viele Menschen hätte, dann wüsste ich nicht, wie ich sozusagen meine Woche noch umkriege. Und dieser regelmäßige Takt, dass man wirklich darauf geeicht ist, wir treffen uns immer dienstags um die Zeit und so weiter, da wird nicht nur über die Firma gesprochen, da wird über gefragt, was machen denn die Kinder, wie läuft es denn im Homeschooling und so und was auch immer. Also das ist ganz wichtig, dass man auch eine Führungskraft als Bezugsperson hat und nicht irgendwie noch eine Matrix und da sitzt noch einer und mein Chef sitzt dort und dort, sondern das sich kümmern um die Menschen. Wir haben Verantwortung für die Leute, die uns anvertraut sind und es geht auch über die Sorgen und Nöte hinaus, die in der Firma entstehen. Weil wenn die Menschen Burnout haben, ist es eigentlich so, dass die an ihrem eigenen Anspruch scheitern. Und es sind nicht alle Probleme, die die Menschen haben, von der Firma provoziert. Aber die Probleme kommen bei uns mit an, wenn da zu Hause irgendwas nicht funktioniert. Wenn das Kind krank ist oder was auch immer. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, warum guckt denn der Mensch so traurig die ganze Zeit? Was ist denn da los? Und ob dem er das verrät am Telefon oder mit Bildschirm oder ob ich nicht sage, Mensch, kommen Sie doch mal, was ist denn los? Setzen wir uns doch mal dahin, wir trinken Kaffee zusammen. Also die Menschen müssen sich doch öffnen. Das ist häufig in so einer vis-à-vis-Situation viel leichter als einfach damit ein Bildschirm. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Was sollen die Schulen eigentlich leisten aus Ihrer Sicht oder was könnten sie leisten bei diesem Thema Digitalisierung, um auch quasi fit zu machen für diese nächsten 50, 60 Jahre, die jungen Menschen ja wahrscheinlich dann werden arbeiten dürfen. Was können die Schulen tun, außerhalb von den pandemiebedingten Hybridität, die sich jetzt entwickelt hat, in Bezug auf die neue Normalität? Was wünschen Sie sich von uns als Bildungsinstitution? Also ich glaube, was wir gelernt haben, ist, also das, was ich vielleicht zum einen erstmal wirklich als eine erweiterte Medien- und Kommunikationskompetenz bezeichnen würde. Und das ist jetzt mehr als, ich sage jetzt mal, daddeln können. Also irgendwann Verlauf, verzeihen wir den Ausdruck, ne? Aber ich meine, also nur irgendwie so ein Gerät bedienen können, das können die alle ganz wahnsinnig schnell, die jüngere Leute, das staunen ja alle, aber das meine ich nicht, sondern ich meine schon wirklich auch einschätzen zu können, was über welche Medien wie funktioniert und auch Quellen und was da alles so dazugehört. Ich glaube, das wäre sicherlich wichtig, aber ich glaube, also so meine Wahrnehmung ist, dass eigentlich Schule dort, glaube ich, eine gewisse Selbstverständlichkeit, damit hat was mit Ausstattung, Geld und zu tun, ist mir alles klar, des Umgangs mit diesen ganzen Kommunikationskanälen zu tun hat, dass er da was anbieten sollte, braucht natürlich auch Lehrer, die das können und die das beigebracht bekommen haben, muss man auch dazu sagen. Und dann glaube ich schon so eine gewisse verstärkte Selbstorganisations- oder Teamorganisationsfähigkeit. Und das glaube ich, wäre in der Arbeitswelt der Zukunft deutlich, wird immer wichtiger, also auch gar nicht mehr so unbedingt der Bezug,
mir sagt meine Führungskraft, was Sache ist, sondern ich vertrete ganz klar die These, Mitarbeitende in einem Team zum Beispiel fühlen sich auch gegenseitig. Und dafür brauchen sie eine gewisse Teamfähigkeit, die Gewöhnung auch an Projektgeschäft zum Beispiel und sowas vielleicht in kleinen Dingen ein Stück weit einzuüben und nicht immer so dieses Einzelpersonenorientierte nur zu tun. Das fände ich zum Beispiel sehr wertvoll, wenn das in Schulen noch mehr stattfinden würde. Ich weiß, dass da schon ganz viel passiert, aber da sind vielleicht auch die ganzen Systeme, auch was individuelle Notengebung und Ähnliches angeht, auch nicht unbedingt dazu geeignet, das alles zu fördern. Gut, Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik, deswegen sage ich das nochmal, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, Sie haben eine große Verantwortung für das Thema Berufsorientierung. Die Eltern haben keine Ahnung, welchen Beruf es gibt. Die wissen nur, was sie selber mal gelernt haben. Ich habe mal Bankkaufmann gelernt. Das ist lange her, Anfang der 80er Jahre. Ich könnte schon sagen, Bankkaufmann ist ein toller Beruf. Nur der Bankkaufmann, den ich gelernt habe, ist was ganz anderes, als was es jetzt ist. Das ist was ganz anderes. Das ist heute ich sage es jetzt lieber nicht, aber das hat sich total gewandelt. Das heißt, es gibt dieselben Begriffe noch, die Berufe sind völlig anders. Und wir haben noch eine Verantwortung dafür, dass die jungen Leute ihre Talente einbringen. Und zwar in etwas, was dann auch irgendwie zum Broterwerb dient. Und zwar möglichst nachhaltig, langfristig. Also neugierig machen, einfach eine gute Erkundung von möglichen Berufen und wie die zu den Talenten passen, das finde ich doch wichtig. Weil nur wenn man etwas findet, was auch zu einem passt, dann hält man das doch auch durch. Weil in jedem Beruf gibt es schwierige Zeiten. Und wenn ich den nur ergreife, weil es gerade Mode war oder weil meine Kumpels das gemacht haben, das führt zu nichts. Und deswegen ist es ganz wichtig, und wir gehen mit in die Verantwortung, wir machen ganz viel zum Thema Berufsorientierung, wir zeigen, was da alles geht, was man machen kann. Es gibt so viele schöne Berufe zu so vielen Themen und keiner kann den Menschen das erklären. Selbst die Arbeitsagentur tut sich da schwer. Bitte ermuntern Sie die jungen Leute, sich links und rechts vom Pfad auch nochmal einfach Sachen anzuschauen. Lieber noch ein Praktikum mehr, lieber nochmal irgendwo reinschnuppern. Oder selber als Lehrer, warum nicht auch mal noch ein Praktikum machen. Also Deutschlehrer nehmen wir gerne auf bei uns in der Pressestelle, kommen Sie mal voran für 14 Tage und dann Chemielehrer kann bei uns im Labor mitmachen. Also gucken Sie mal, was los ist in der Wirtschaft. Viele von Ihnen haben es wahrscheinlich selber nicht erlebt in ihrer eigenen Berufsbiografie. Aber umso wichtiger ist, dass Sie den Kindern die Möglichkeit geben, auch verschiedene Berufsbiografien zu erleben. Wobei es ja, glaube ich, eher ein Frage des Systems ist. Ne? Also ich würde ich auch total unterstreichen, also das kennen wir aus ganz vielen Statistiken, so gerade für berufliche Bildung. Jugendliche orientieren sich an dem, was der Vater gelernt hat oder die Mutter oder was der Lehrer sagt. Und jetzt, wenn man jetzt halt einen Lehrer hat, und das verstehen Sie bitte alles nicht persönlich, der halt da auch den Überblick nicht hat, weil er halt Lehrer ist und vielleicht aus einer Lehrerfamilie kommt, woher sollen sie denn wissen? Also ich glaube, da braucht es ganz andere Systeme und Systematiken, da einfach auch, und da gibt es ja mit BOGI, wie das alles heißt, aber ich glaube auch, dass das immer noch viel zu wenig ist. Und natürlich muss man sich aber auch umgekehrt fragen, verstehe ich auch dann die berechtigte Frage von einer allgemeinbildenden Schule, für was sind wir hier verantwortlich? Sind wir nicht eigentlich eher für die Grundkompetenzen und die Allgemeinbildung zuständig? Mein Erleben ist halt auch tatsächlich, da fühlt sich niemand so richtig zuständig. Und ganz ehrlich, das Arbeitsamt bis jetzt, also bei meiner Generation hat sich das beschränkt auf diese orangenen Blätter zur Berufskunde, die kennst du sicher auch noch, Rüdiger. Das war das Maximale, was man bekommen hat als Abiturient und da gab es gar nichts. Und wenn man nicht zufällig halt im Bekanntenkreis jemand hatte, der einem das erzählen konnte, dann hat man halt im Zweifelsfall auch Lehramt studiert. Ja? Weil meine Mutter war auch Lehrerin und ganz ehrlich, wenn es damals nicht so einen Lehrerüberschuss gegeben hätte, ich habe 82 Abitur gemacht, wäre ich garantiert Lehrerin für Geschichte und Französisch geworden. Das waren dann meine beiden Leistungskurse. Ja. Und das meine ich, also da finde ich, muss man schon auch eine Systemfrage stellen. Wer ist für diese Berufsorientierung zuständig? Wer kriegt dafür die Zeit auch bezahlt? Und woher sollen die Kräfte, die zum Beispiel jetzt hier im Raum sitzen, diese Erfahrung auch haben, damit sie die auch überzeugend vermitteln können? Also ich glaube, da braucht es mehr wie engagierte Lehrer, sondern da braucht es irgendwie noch eine andere Schicht dazwischen. Mich hat ja die Arbeitsagentur tatsächlich gerettet. Ich habe 1981 Abitur gemacht. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne Lehrer werden. Dann haben die gesagt, wir können sich gleich bei uns arbeitslos melden. Und deswegen bin ich nicht Lehrer geworden. Und die Nachbarin von mir im kleinen Dörfchen, wo ich war, die hat dann doch auf Lehramt studiert und die hat in so einer Marketingfirma gearbeitet. Nach 15 Jahren rief jemand an, wollen Sie immer noch Lehrer werden? Jetzt sind tatsächlich heute Lehrerin. Aber ob ich das so lange ausgehalten hätte oder woanders. Hier gab es noch eine Frage von Herrn Becker aus dem Publikum. Ja. Also vielen Dank. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Ansichten und Perspektiven zu dem Thema. Letztendlich ist es aber doch für einen sehr, sehr großen Teil eine sehr elitäre Diskussion.
Das heißt, wir reden über eine Situation, gehen wir mal vom Best Case aus, wir schaffen das, Menschen mehr Lebensqualität, Benefits zu geben. Jetzt haben wir aber auch eine ganz große Anzahl von Menschen, die niemals in diese Situation kommen werden. Was machen wir mit denen? Was bieten wir parallel, um eine Gemeinschaft auch zusammenzuhalten, denen für Benefits an, wenn wir ausschließlich an den arbeiten, sagen, für dich schaffen wir mehr Freiräume, du musst nicht in die Arbeit fahren, etc. Nehmen wir mal den Kärcher, der auch in Deutschland produziert. Menschen sind ja auch nehmen etwas wahr und stellen dann fest, ja, die Manager, die gehen da mal locker, am Freitag sind die dann nieder. Und wir im produzierenden Gewerbe sind eben immer da. Das ist die eine Sache, also die ich an Sie vielleicht auch direkt, Herr Pechstein, nochmal stellen will. Und dann, ich arbeite ja für eine Organisation, Teach First, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt, also aus entsprechenden Familien kommen. Die lernen auch ganz viel zu Hause, und das kann Schule meiner Meinung nach auch nicht auffangen, etwas über Lebens- und Arbeitsweisen. Das haben Sie auch gesagt, Frau Hoffmann. Jetzt lernen zum Beispiel meine Kinder, ich habe Corona mit 4- und 6-jährigen Kindern durchgemacht, das war auch sehr interessant und nicht nur schön, aber trotzdem lernen die bei mir, der Papa und die Mama, die sind ab und zu Hause und sind dann auch früher da, und die lernen so ein Arbeitsmodell kennen. Das lernen Kinder, die aus bildungs- und sozialschwachen Familien, die lernen das nicht. Da fehlt ein Code, das kann keine Schule aufgreifen. Und die sind, die werden nochmal so eine Art Digital Divide mitkriegen. Denen fällt es immer schwerer, dann einfach auch dann diesen, ich nenne es mal, Aufstieg zu schaffen. Ich glaube, da steckt ein großes Risiko dahinter. Also A, dieses Thema, wo schaffen wir das Benefit für die, wo die Lösungen nicht darin liegen, und dann auch für die zukünftigen Generationen, wie schaffen die diesen Schritt, um vielleicht in einen akademisierten Beruf zu kommen, der das dann. Also vielleicht mit der ersten, mit der zweiten Frage anzufangen. Also Sie haben völlig recht, klar, also der Monteur in der Produktionshalle, der kann nicht daheim arbeiten. Ich möchte aber dazu sagen, es gibt natürlich auch Strategien, die wir auch kennen und mit denen wir auch teilweise ein bisschen mitarbeiten dürfen, dass man versucht, andere Formen von Flexibilisierung und Motivation da anzubieten, um genau dieses Gefühl, ne? Also die kriegen zum Beispiel, wo es geht, eine größere Zeitflexibilität, die können sich flexiblere Schichtmodelle einteilen oder haben sonstige Möglichkeiten. Und man muss ja auch tatsächlich sagen, bestimmte Dinge kann man eben einfach nicht möglich machen, auch als Arbeitgeber. Also da kann ich nur trotz allem, ich will es nicht negative drehen, also Augen auf bei der Berufswahl. Also wenn man heute Friseur lernt, weiß man, dass man das in Zukunft wahrscheinlich auch am Mann und an der Frau machen wird und dass das über die Leitung schlecht geht. Also ich finde, so ehrlich muss man sich machen, also dass das einfach auch dazu gehört. Ich finde, eine ganz andere Frage ist selbstverständlich die nach benachteiligten Kindern oder nach ganzen Berufsgruppen, von denen wir hier heute noch gar nicht gesprochen haben. Ich gebe Ihnen recht, solche Veranstaltungen geraten leicht zu einer gewissen Wohlfühldiskussion für, ich sage jetzt mal, die besser verdienenden Digital Bohem-Leute, die sowieso so auf der oberen Ecke von der Sahnetopf sitzen. Und wir haben ja noch gar nicht gesprochen über Folgen dieser neuen Arbeitswelt, die zum Beispiel darin zu suchen sind, dass es in Zukunft bestimmte Qualifikationen gibt, für die man überhaupt keine Menschen mehr braucht, ja, weil die einfach durch die KI oder durch irgendwas, das ist ja interessant, also solche Diskussionen werden in der Regel nicht gemischt, also entweder befinde ich mich auf Diskussionsrunden, wo man über das eine Thema redet oder über das andere. Interessant ist da, das war also vor ein paar Jahren deutlich anders, als diese ganzen Studien aus Amerika gekommen sind. Was wir da schon beobachten, ist tatsächlich, das macht es aber nicht einfacher, die Diskussion, dass immer mehr Berufsgruppen, die so bisher, also vielleicht auch gerade deiner, Rüdiger, also bis vor ein paar Jahren, jeder gesagt hat, also wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann gehst du zur Bank, kannst nichts falsch machen. Ich würde mal behaupten, das würde man heute als Vater nicht mehr unbedingt sagen. Also weil, ne, also Bankmitarbeiter, man sagt ja schon, das ist so die Stahlindustrie des 21. Jahrhunderts, die verdienen alle, verlieren gerade alle reihenweise ihre Jobs. Die sind zwar durchaus qualifiziert, aber das sind alles Dinge, die durch intelligente Prozesse und Systeme und den Rest verlagern wir nach Singapur oder so, einfach total obsolet werden. Und das ist auch der Schrecken, der ja auch gerade so durch diese Diskussion in der Arbeitspolitik geht, dass es auch durchaus sehr qualifizierte Berufe treffen kann. Ja. Und dann, damit treffen sie dann halt auch wirklich auf so eine Debatte, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Also wo wird es in Zukunft menschliche Arbeit geben? Ja. Und schaffen wir es, die Leute von A nach B zu bekommen? Also wir haben zum Beispiel gerade ein Projekt betreut bei VW, wo man versucht, wirklich Leute, die bis jetzt in der Produktion oder klassische Verbrenner ingenieurshaft entwickeln, zu KI-Experten zu machen. Aber wir müssen ganz ehrlich sein, das schaffen wir nicht mit jedem. Ja, also da kann man sich ganz viel vornehmen und VW hat viel Geld, aber also diesen Weg kann nicht jeder mitgehen. Da müssen wir uns ehrlich genug machen und sagen, da wird es Leute geben, die fallen da ein Stück weit
raus und jetzt müssen wir uns überlegen, gibt es für die andere Beschäftigung und wie gehen wir damit um? Und nochmal eine ganz andere Frage davon, da höre ich jetzt auch nicht auf, ist diese, auch gerade Kinder, die aus diesen Haushalten kommen, die noch nicht mal an den Rand dessen kommen, überhaupt halt diese Chancen für sich entwickeln zu können. Und das finde ich auch dramatisch in einem Land wie Deutschland, reich, alles Mögliche, dass es da immer noch diese große Anzahl, auch gerade an kleinen Kindern gibt, die nicht in diesen Chancenbereich jemals reinkommen, einfach weil sie vom Elternhaus nicht den Support haben, und zwar gar nicht, weil die es nicht wollten, sondern weil sie einfach den Zugang gar nicht kriegen. Das finde ich hochdramatisch. Ja, und ich glaube, wir haben jetzt kommt diese Endemie von der Pandemie und es wird jetzt so ein Riesenfest für viele. Ich habe es heute schon gespürt, meine Referendarin, die ich 10 Wochen lang nur als Kachel gesehen habe, habe ich heute das erste Mal live gesehen und es war so ein Aufblühen für alle und für viele, die auf der Gewinnerseite stehen, wird das jetzt ein richtiges Fest und wir werden es gestalten können. Aber wir müssen gerade jetzt, glaube ich, auch aufpassen zum Thema sozusagen des heutigen Abends, wie wollen wir in Zukunft leben, dass wir das auch gestalten und nicht nur passieren lassen. Das, was jetzt passiert, wird auch noch ein großer Umbruch jetzt in den nächsten 2-3 Monaten und da werden auch Entscheidungen getroffen, wie werden wir es denn tatsächlich handhaben. Und da können wir uns das eigentlich nicht leisten, gesellschaftlich noch mehr als schon bisher abzuhängen, aus meiner Sicht. Haben Sie Ideen? Also wir brauchen eigentlich alle und jeden. Haben Sie mal versucht, einen Handwerker zu kriegen in diesen Tagen, einen Maler oder irgendwie irgendjemanden? Und da haben Sie ja Wartezeiten ohne Ende. Wir brauchen einen Handwerker ohne Ende hier. Da kommt keiner mehr, wenn nachher irgendwie Sie ein Problem mit Wasser haben zu Hause oder mit der Elektrik. Nur irgendwie ist das nicht cool, Handwerksberufe. Das ist schade drum. Da ist so viel Arbeit da und so viele Sachen, die sicherlich auch befriedigend sind. Die Leute müssen nicht alle bei Kärcher arbeiten. Aber bei Kärcher stehen auch die Bänder still, wenn es bestimmte Handwerker nicht gibt. Und insofern kann man einfach nur hoffen, dass jeder irgendwie einen Beruf lernt. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, dass jeder irgendwie versucht, irgendeinen Beruf zu lernen. Und ich weiß auch, manche Berufe sind nicht cool, aber die brauchen wir auch. Das ist halt so. Das müssen nicht alle Studierende nicht. Und die Flexibilität, die Sie angesprochen haben, die Leute, die jetzt sozusagen in Schichtbetrieben arbeiten, das ist natürlich ein Koordinationsthema. Wenn Sie da so eine, wir nennen das eine U-Linie, da sind also in einem U sind sozusagen diese Produktionslinie angeordnet und da brauchen Sie so und so viele Menschen, um so und so viele Geräte hinten rauszubringen. So, wenn der Kalle jetzt irgendwie aber um 14 Uhr gehen möchte und eigentlich müsste er bis 15 Uhr bleiben, dann hat der Schichtführer viel zu tun. Er hat nämlich 50 Mitarbeiter da in seiner Schicht. Sie sind jetzt im Gespräch mit euren Kollegen dort. Heute wäre es ja relativ einfach, mit irgendwelchen Online-Tools, vielleicht sogar vom privaten Handy, seine Wünsche einzugeben. Nach dem Motto, wer kann denn da mal diese Stunde für mich mit übernehmen? Oder der Schichtführer sagt, Mensch, ich brauche an dem Tag noch jemanden 2 Stunden länger. Wer würde das denn machen? Das ist mit Papier und Bleistift, können Sie das vergessen. Aber wir hoffen jetzt über diese Digitalisierung dieser Themen, so ein bisschen Angebot und Nachfrage auch in diesen Bereichen. Ich hoffe, dass in 5 Jahren, dass wir das dann so haben, dass die Leute ein bisschen mehr selber atmen können und sagen können, Mensch, ich habe doch Donnerstags, habe ich immer Chorgesang und da will ich nicht so lange. Also da ist noch viel zu tun. Da ist in den Büros viel mehr Freiheit da als in den Fabriken dort. Da geht auch noch einiges, glaube ich. Herr Bechstein, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, für Ingenieure, die als Führungskräfte oder Projektleiter tätig sind, sind die Soft Skills genauso wichtig wie die fachlichen Kompetenzen. Überhaupt keine Einzelkämpfer, sondern Kommunikationsfähigkeit. Wie und wo sollen die jungen Menschen, auch die dort hinten sitzen, das denn lernen? Also hoffentlich, bevor sie zu Kärcher kommen. Das haben wir schon angerechnet. Aber wir machen auch noch unheimlich viel dort. Denn im beruflichen Kontext ist Kommunikation nochmal was anderes. Und viele junge Leute gehen in so Ausbildungsreihen bei uns dann nochmal auch nach dem Studium, wo die einfach solche Dinge auch miteinander erleben dort. Und das ist auch wichtig und das stiftet auch Ehen manchmal. Ja. Also es gibt dann auch schöne Beispiele, wo Menschen sich da in solchen Weiterbildungsreihen dann auch kennenlernen und so weiter. Also wir tun da schon einiges, aber da kann man nicht früh genug anfangen. Also dass jemand sich mal vor eine Truppe hinstellen kann und kann mal was erzählen, das ist doch eigentlich heute Kulturtechnik. Ja, also spätestens im Konfirmandenunterricht lernt man es. Also das ist schon wichtig, dass jeder irgendwie, und das kann man in der Schule üben, da muss man nicht bis gleich erwarten. Gut, ich warte noch ein bisschen auf Ideen von Ihnen. Sie dürfen sich sehr, sehr gerne beteiligen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es
Das Thema Nachhaltigkeit haben wir jetzt noch nicht so stark fokussiert. Da gab es noch Fragen um Padlet. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Wie sehen Sie das Thema Nachhaltigkeit im Spannungsfeld zwischen Verzicht und Anspruch an das Leben? Ist unsere Gesellschaft überhaupt bereit für die anstehenden Herausforderungen? Das ist natürlich sehr hochphilosophisch gefragt. Ist die Weltfrage. Ist Nachhaltigkeit ein Luxusthema einer degenerierten Gesellschaft oder ist es essentiell? Wie gehen wir damit um, auch im internationalen Kontext? Also wenn ich da vielleicht mit anfangen darf, also man könnte es ganz eng knüpfen und natürlich auch sagen, auch gerade die letzten zwei Jahre haben dann vielleicht auch das ein oder andere Potenzial ausgearbeitet, was zum Beispiel nachhaltiges Arbeiten, nachhaltige Mobilität, Wegfall von Geschäftsreisen angeht. Und ich wünsche mir sehr, dass Unternehmen das jetzt nicht nur irgendwie wieder stillschweigend neu anfangen, sondern dass sie das sehr wohl auch einpreisen in Zukunft. Und ansonsten kann ich einfach auch nur sagen, dass natürlich Nachhaltigkeit wirklich ein definitiv wichtiges Thema ist, also auch bei den Leuten, die sich bei uns bewerben. Aber auch da möchte ich wieder so ein bisschen auch in Ihre Richtung gucken. Man muss da auch immer aufpassen. Ich sage das immer so ein bisschen flott, also Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können. Ja? Und auch, also zum einen muss man sich leisten können, das für wichtig zu halten und danach einen Job auszusuchen. Das kann man vor allem dann, wenn man schon drei Angebote bekommen hat, wenn man gerade ein ITler ist. Das kann irgendwie jemand in einer ganz anderen Branche mit schlechten Löhnen und einem großen Überangebot an Arbeitskräften wahrscheinlich schlecht als Forderung bringen. Also das finde ich, muss man dann schon fairerweise dazu sagen. Also ist, aber natürlich glaube ich, spüren wir ja alle, dass das schon auch wirklich ein sehr ernstzunehmendes Thema ist und dass es wirklich vielen Leuten sehr wichtig ist. Aber das ist dann wirklich so die ganz große Weltfrage. Werden wir das alles hinkriegen? Ich bin kein Politiker, aber was mich total stört bei diesen ganzen Diskussionen der letzten Wochen und Monate, also auch im Rahmen des Wahlkampfes, keiner traut sich zu sagen, dass das Ganze halt auch was mit Verzicht zu tun hat. Ja, also wird ja überall so getan, wir kriegen das mit Innovationen und toll, kriegen wir das alles hin und keinem wird es schlechter gehen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, uns geht es so gut, dass wir auch durchaus ein bisschen Abstriche machen könnten. Also jetzt solche Leute, die vielleicht auch hier sitzen, aber das traut sich niemand zu sagen. Da sind wir bei Ihren Punkten eigentlich, Herr Bechtand, das individuelle Wollen und die situative Ermöglichung zu integrieren und diese Punkte auch zusammenzubringen. Es wird ja in die Unternehmen reingetragen. Also viele Menschen kaufen schon sehr bewusst ein und gucken nach, ob eine Firma nachhaltig ist. Und viele größere Kunden auch, auch gewerbliche Kunden, für die ist das ein Muss. Die dürfen gar nicht anders. Die müssen schauen, was ist denn in den Produkten drin? Sind da irgendwelche Schadstoffe drin? Kann man die dann wieder reparieren und. Also das ist heute das ist ein Muss. Wir kommen ja gar nicht drum rum. Also auf der Seite sozusagen der Kundschaft und bei den Mitarbeitern ist es dasselbe. Die nachwachsende Generation, die fordert es doch ein. Das geht doch schon, es geht doch zu Hause am Küchentisch los. Ich kaufe jetzt die vegane Wurst für meine Töchter. Die schmeckt sogar noch besser manchmal als die normale Leona. Aber das wird in die Familien reingetragen. Ich hoffe, dass die jüngere Generation es schafft, die ältere mitzunehmen. Das erlebe ich auch noch. Ja. Die Knackwurst auf dem Grill ist vorbei, können wir uns gar nicht mehr leisten. Meine Tochter ist auch Veganerin geworden. Und das sind die 20- bis 25-Jährigen gerade, gell, die uns Boomer da sozusagen an der Stelle mitziehen. Vielleicht zum Abschluss, ich weiß nicht, wirklich stellen Sie gerne Fragen auf die junge Generation hin. Es würde mich sehr interessieren, was Sie noch für Fragen haben zu diesen Themen. Zukunft, Mobilität, Nachhaltigkeit, wie wollen wir in Zukunft leben? Denn Sie betrifft es ja zeitlich, quantitativ viel, viel mehr als uns, die wir nicht mehr so lange haben wie Sie. Für Sie ist es viel relevanter. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal so eine Utopie entwerfen. Wie soll unsere Welt, also in diesem Bereich, den wir heute fokussiert haben, Wirtschaft und Arbeit, wie soll die in 20 Jahren aussehen, wenn Sie der Oberbestimmer wären, sozusagen. Das ist Ihre Utopie. Also, was ich schade finde, ist, wenn Menschen ihre Zeit totschlagen müssen, obwohl sie eigentlich gerne was machen würden. Hm. Ja, und eigentlich will jeder Mensch irgendwas Sinnvolles machen, irgendeinen Beitrag leisten. Vielleicht mit ganz weniger. Jeder will irgendwas machen. Und es wäre schön, wir würden das hinkriegen, wenn jeder irgendwas Sinnvolles beitragen könnte. Müsste nicht zwangsweise nur rumsitzen und irgendwo Termine bei der Arbeitsagentur machen. Also, und hoffentlich verlieren wir keine Generation von gerade Benachteiligten und so weiter. Weil eigentlich brauchen wir jeden. Da ist genug Arbeit da, glaube ich, auch für alle. Aber wie wir das hinkriegen, keine Ahnung.
kein Sozialpolitiker. Eine gute Kooperation von Schule und Wirtschaft aus meiner Sicht zum Beispiel schon mal ein Ansatzpunkt, wo wir vielleicht als Bildungs- und Ausbildungsinstitution für Lehrerinnen und Lehrer auch was beitragen können in guter Kooperation. Wenn Ihre Tür offen steht, ich sehe das an Ihrer Mimik, dann sind wir da gern dabei, jedenfalls. Dass Sie Ihre Utopie, Ihre Vorstellung, Ihre Wünsche formulieren. Eine schwere Frage natürlich so zum Schluss. Also ich denke auch, also so Experimente wie Grundeinkommen und Ähnliches, ich glaube, irgendjemand hat einfach gesagt, das ist eine Stilllegungsprämie für Menschen. Also ich glaube schon, dass Arbeit wichtig ist für ein erfülltes Leben. Ob es immer bezahlte Arbeit sein muss, steht auf einem anderen Blatt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass so Modelle, dass alle ein bisschen weniger arbeiten, damit aber auch weniger verdienen. Also da, wo das machbar ist, mir ist alles klar, auf gewissen Gehaltsgruppen ist das einfach totale Utopie. Niedriglohnsektor und so weiter möchte ich jetzt nicht von reden, aber ich glaube, das Komische in unserer Welt ist ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die total sich beraten, dass sie umkommen in so viel Arbeit und dann gibt es einige, die haben keine. Also wenn wir da noch eine etwas andere Verteidigungsgerechtigkeit hätten, aber es würde eben auch bedeuten, dass man den ein oder anderen Anspruch, der heute eben auch selbstverständlich ist, halt auch ein bisschen runterschraubt und das sehe ich ehrlich gesagt am schönsten. Und dann gibt es Wirtschaftstheoretiker, die sagen, es geht eh nicht, wir brauchen immer Wachstum, weil sonst bricht alles zusammen. Aber ich sehe schon eine gewisse Diskrepanz und das muss ich auch schon sagen, auch in so einem reichen Land wie dem schönen Südwesten mit einer grünen Regierung. Das ist alles oft Diskussion von sehr gut verdienenden Menschen mit einem Einfamilienhäuschen im Stuttgarter Vorort mit zwei Autos vor der Tür. Da kann man sich auch leisten, Biowurst zu kaufen. Entschuldigung, da muss ich jetzt ein bisschen polemisch werden. Also was das aber dann wirklich bedeutet, und das sehen wir ja gerade in der Diskussion um Energiepreise jetzt. Ja? Also eigentlich passiert ja genau das, was alle wollen. Sprit wird teurer, ja, aber leider nicht aus den Gründen, die wir gerne hätten, sondern weil was passiert ist. Also das sozial abzufedern, an allen Leuten klarzumachen, dass sie auch wirklich bereit sein müssen, da ihren Beitrag zu leisten und auch wirklich weniger zu haben. Und ich finde es super schwierig, wenn ich das vielleicht noch sagen darf. Ich führe solche Diskussionen ja auch mit meinem Sohn. Ja, der ist 24 und dann guckt er mich an und sagt: Was willst du eigentlich? Also, ihr habt uns das eingebrockt, du bist dein Leben lang durch die Gegend geflogen und ich soll das jetzt. Darauf jetzt verzichten. Ja, ich meine, im Prinzip sagt er mir das, was uns die Chinesen oder irgendjemand oder der Inder auch sagen würde, würde sagen, ist ja prima, dass ihr das von uns wollt. Nachdem ihr es alle jetzt ausgelebt habt und uns reingeritten habt in die Situation, sollen wir jetzt verzichten für euch. Wir bestellen euch das vor. Und das halte ich für eine ganz große Frage. Also das sozial abgefedert gut hinzukriegen, halte ich für eine Riesenaufgabe. Auch eine Bildungsfrage, aber da muss jeder auch bei sich lernen, was brauche ich eigentlich. Halte ich für die größte, also ich habe es mal so formuliert, Verzicht muss sexy werden. Aber muss man natürlich auch mal selber gut anfangen. Ja, ich glaube, die junge Generation ist ein Stück weit dabei. Also die Tendenz, nicht mehr Führerschein machen zu müssen oder die Studierenden in Freiburg gehen alle Container, habe ich gehört. Also obwohl die Eltern wahnsinnig verdienen. Also da gibt es schon eine neue Entwicklung in dieser Generation. Ich weiß nicht, ob Sie ZXY genannt haben, aber ich denke, da kommen wir hin. Was ich so ein bisschen lerne aus dem Ganzen, aus der ganzen Diskussion, wir müssen es zusammenbringen. Wir müssen die Digitalisierung, die da ist, wo wir wahnsinnig weitergekommen sind jetzt in den letzten 2 Jahren, das müssen wir weiterentwickeln. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, auch an den Schulen. Und wir Lehrer haben da auch die Pflicht, wir Lehrer, Ausbilder auch, das zu professionalisieren. Das ist verdammt nochmal, wie man heute so schön sagt, unsere Pflicht, das hinzubekommen. Da können wir auch nicht kuschen. Und ich glaube, da sind wir auch schon ganz gut dabei. Aber es ist noch ein weiter Weg. Sozusagen, wir sind so bei 12% von dem, was eigentlich wünschenswert wäre. Gibt es aber auch viel Support. Hop Foundation ist zum Beispiel so ein Stichwort. Die machen da sehr viel gute Bildungsarbeit auch für Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung. Weil auf der Ebene muss man im Grunde erstmal ansetzen. Und ja, dann aber eben auf der anderen Seite diese Social Skills, die wir brauchen, um dieses Hybride auch aufzufangen und da Modelle zu entwickeln. Ich glaube, da sind wir auch alle gefragt, wie schaffen wir das sowohl in der Wirtschaft als auch in der Schule, dass wir auch wieder ein Gemeinschaftsgefühl bekommen. Ist auch die Politik gefragt, wir alle als Gesellschaft sind gefragt, jetzt nach der Pandemie das wieder hinzubekommen. Ich glaube, das wird eine Aufgabe, aber wir sollten uns dem alle stellen.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, haben Sie vielen, vielen Dank an Sie beide. Ja, liebe Gäste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal Ihnen ganz herzlichen Dank auch fürs Kommen. Unser neues Jahresthema hat sich wirklich bewährt. Also wir hatten letztes Jahr als Jahresthema das Thema KI, das war auch schon hochspannend. Und dieses Thema Zukunft ist es auch. Und man sieht auch, deshalb auch ganz, ganz herzlichen Dank an Sie beide, wie dialogisch das Thema ist, wie wir da alle auch Suchende sind. Und was Sie auf jeden Fall geschafft haben, ist dieses Thema Zukunft positiv zu besetzen. Es ist ja so eine wirklich grundsätzliche Entscheidung. Hat man Angst vor Veränderung und sieht es eher als Belastung an? Das ist auch sehr verbreitet. Oder ist dieses Thema Zukunft ein Thema, das positiv besetzt ist, weil man sie gestalten kann und weil wir was draus machen wollen? Und ich hoffe, dass diese Haltung einfach in unserer Jahresreihe entstehen kann, dass wir dieses Zukunftsthema heute Zukunft und Arbeit, das nächste Mal Zukunft und Wohnen, da werde ich gleich noch was zu sagen, einfach Themen sehen, wo wir Lust haben, die anzugehen und was zu machen. Und da haben Sie sehr dazu beigetragen, von daher ganz herzlichen Dank. Das Thema Wohnen nächstes Mal habe ich gerade angesprochen. Am 10. Mai haben wir hier auch die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen, von Experten zu hören. Sie haben es zum Teil schon angesprochen. Vielleicht stellt bald Kercher Betriebswohnungen für die Mallorca-Mitarbeiter zur Verfügung, dass sie zwei Tage irgendwo ein Zimmer kriegen auf dem Firmengelände. Wer weiß das, ja? Und wir werden damit Herrn Bofer, der Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung 2027 in Stuttgart sein wird, und Herrn Schwitaler, einen Architekten der ETH Zürich, ins Gespräch kommen. Aber jetzt möchte ich Ihnen erstmal danken und ich bin froh, dass es den Beruf des Winzers noch gibt. Und von daher dürfen wir Ihnen das überreichen. Und ganz herzlichen Dank. Trinken Sie es analog zu Hause. Auch an die Dieter von Holzbring Stiftung, Frau Jakobi ist auch hier, Frau Renninger hat sie schon begrüßt. Wir freuen uns sehr, dass es dieses Format gibt und zunehmend auch immer größere Fangemeinden findet. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Abend noch und einen guten Nachhauseweg und dann bis zum 10. Mai spätestens. Dankeschön.